der ehemaligen besten Freundin von mir, meiner Schwester, ehemaligen besten Freundin, die Freundschaft gekündigt gehabt zu haben, weil sie auf meinen Ex gehört hat und mich beleidigt hatte, weil ich ihr meine ehrliche Meinung gesagt habe und mich jetzt nur noch mit ihr aussprechen würde, um Missverständnisse aus dem Weg zu schaffen, aber nicht mehr dafür bereit bin für diese Freundschaft. By the way, wir waren 19 Jahre lang befreundet. Boah, das musst du selber entscheiden, Devil. Da hab ich... Was weiß ich nicht. Ja. Das kann ich dir leider nicht beantworten, Mann. Ja, das musst du selber wissen, wie weit du da gehen kannst. Ich meine, aussprechen ist immer eine gute Sache, auf jeden Fall. Ganz viel Liebe, Mulmel. Ja, also... Reden ist auf jeden Fall immer gut. Aber das musst natürlich du selber entscheiden, inwiefern du sowas verzeihen kannst oder eben nicht verzeihen kannst. Ah, so. Deine Wohnung sieht sehr schlimm aus. Warte mal, wie? Meine Wohnung sieht sehr schlimm aus. Hä? Nein, gar nicht. Was erzählst du denn da? Humbug! Kim, danke schon auch für die 2 Monate. Ich danke dir von Herzen. Dankeschön. Vielen, vielen, vielen Dank für den Support. Du siehst doch nur das Zimmer. Warte mal. Reden wir jetzt über das Zimmer im Spiel oder reden wir jetzt über mein Zimmer? Ich glaube, du redest gerade über unsere Wohnung im Spiel, oder? Also, weil ich meine, mein Zimmer ist gar nicht so schlimm. Hallo? Was muss ich mir anhören? Das ist ja ehrenlos. Ich sitze gerade so richtig chillig mit meiner Pizza vor dem Fernseher und beobachte das Gewitter und schaue dabei deinen Stream. Hört sich super an. Mach das. Mach dir einen gemütlichen. Denk dran, die Pflanze zahlt keine Miete. Du hast recht. Okay, also Chat. Heute steht die erste Nachtschicht bevor, hier in Fall of Porcupine. Ich bin sehr gespannt, was uns erwartet. Ich bin am überlegen, ob ich nicht gerade noch kurz pinkeln gehe. Ich gehe noch kurz pinkeln, Chat. Ja, ich gehe noch ganz kurz pinkeln, bevor wir jetzt anfangen. Also, Chat, ich bin sofort wieder da. Macht es euch gemütlich. Ich mache euch ganz kurz hier ein richtig schönes Brett an. Chat, holt euch was zu snacken. Geht mal selber kurz auf Klo und dann starten wir in die Nachtschicht. Think twice. Oh, think twice. It's another day for you and me. Paradise. Do 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 do. Einfach ein sehr, sehr schöner Song. Nini, einen wunderschönen guten Abend. Old but gold. Ja, Mann, generell alte Lieder sowieso immer 10 von 10, Mann. Da wirklich einfach alte Songs sind es einfach. So, okay, Chat, also rein in die Nachtschicht. Meine Wohnung sieht echt schlimm aus. Eigentlich geht es doch noch, oder?
Ich meine, es wird doch eh wieder unordentlich. Und dann muss ich ja wieder aufräumen. Ich sollte vielleicht einfach immer auf meinem gewissen, auf einem gewissen Chaos-Level bleiben. Ja. Ne. Zumindest meine Wäsche sollte ich mal wegräumen. Sie wird sonst die ganze Woche hier herumliegen. Ich will stark hoffen, dass sich mein faules Zukunfts-Ich dafür bedankt. Nexus mit 24 Monaten. Alter, dankeschön. Endlich ist es soweit. 2 Jahre schon hier, meine Güte. Wie die Zeit vergeht, es ist einfach toll, in dieser Community zu sein. Und Josh, danke für deine Streams und noch was. Gib mir meine Seele wieder oder ich werde weiter so OpenXD. Nexus, Mann, ich danke dir. Ein Knutsch an dich, mal wirklich. 24 Monate, auch krass, 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 krass. Dankeschön. Ja, nee, deine Seele behalte ich natürlich, aber dankeschön trotzdem für die 24. Dankeschön. Und Mina, einen wunderschönen guten Abend. Guck mal, sofort den Arztkoffer bereit. Du kannst mir ruhig ein bisschen helfen. Schließlich wohnst du auch hier. Miete habe ich von dir übrigens bisher auch noch nie gesehen. Oh, die Pflanze sollte wirklich mal Miete bezahlen. Diese Göre. Einfach ein Ventilator, ich fasse es nicht. Finley lebt einfach moderner als ich. So, Chat, wir räumen mal ganz kurz ein bisschen auf. Wir müssen irgendwie Klamotten noch beiseite räumen oder so. Habe ich hier... Ah ja, hier. So, das sieht doch gut aus. Ja, sonst ist doch alles nice. Guck mal, wir haben hier voll die coole Pflanze. Die ist mir noch gar nicht aufgefallen. Willkommen in der Hölle. 3 Jahre bin ich hier gefangen. Ja, auf viele weitere Jahre. Oh, think twice. Okay, warte mal, wir kriegen einen Anruf. Finlo! Na? Pina? Bist du das? Bingo! Wie geht's? Wie steht's? Alles tippitopp? Liegst du noch flach von deinem Unfall? Ja, nein. Ich bin wieder auf den Beinen. Ich war sogar gestern mit einem Kollegen Basketball spielen. Oder Kollegin. Basketball? Sowas kannst du? Das hätte ich gerne gesehen. Wie dem auch sei. Hast du zufällig gerade Zeit? Ich bin ja noch zu Hause. Ich bin noch zu Hause. Ich habe heute meine erste Nachtschicht. Spannend. Bist du schon nervös? Nö, geht eigentlich bisher. Ah, das kommt bestimmt noch. Da kommt noch ein bisschen Ablenkung bestimmt gerade recht. Kannst du bei meinem Laden vorbeikommen? Ich kann deine Hilfe gebrauchen. Ich wollte mir eh mal die Einkaufsstraße anschauen. Klar, ich komme vorbei. Perfekto, dann passt das. Dann bis gleich. Cool, Chat, okay. Da wir jetzt ein bisschen Zeit haben und nicht sofort arbeiten müssen. Okay, aufgeräumt haben wir. Können wir uns jetzt die Einkaufsstraße angucken? Nice. In meinem Buch kann eine Person mit Pflanzen sprechen, also die Pflanzen sprechen mit ihr. Oh, das ist geil. Oh, guck mal, hier ist wieder er. Mahlzeit. Kommen Sie nicht sonst aus der anderen Richtung nachmittags? Nachtschicht. Im St. Ursula? Ja, genau, ich bin Arzt da. Ach so, ja, hab's ja morgens dahin laufen sehen. Da habe ich mir meinen Teil gedacht. Ich wollte auch mal ein Arzt werden. Hab mich aber dann doch dagegen entschieden. War mir zu stressig. Aber immer gut, einen Arzt zu kennen. Das stimmt. Und du kennst jetzt einen Tippelbruder. Was ist das? Was ist ein Tippelbruder? Und du kennst jetzt einen Tippelbruder. Wer weiß, wann das nützlich ist, wa? Wie geht's dir eigentlich gesundheitlich? Brauchst du etwas? Ich muss leider los. Wie geht's dir eigentlich gesundheitlich? Ach... Mal so, mal so. Ich habe hin und wieder Probleme mit meinem Bein. Aber halb so wild. Ich kann nicht klagen. Das passt auch gar nicht zu mir. Haha. Bist du sicher? Absolut. Okay, wenn ich mir aber mal was angucken soll, dann zögere nicht zu fragen, okay? Einverstanden. Das gilt natürlich auch in die andere Richtung, wa? Tschüss. Ist es ein Landstreicher, ein Tippelbruder? Hab ich noch nie gehört. Das ist ein Landstreicher. Okay, krass. Also ist der ein Landstreicher. Das sieht gar nicht aus, finde ich, wie ein Landstreicher, oder? Ja, wobei da vielleicht ein bisschen, aber er sieht süß aus. Anne, Dankeschön auch an dich für dein Follow. Herzlich willkommen. Dankeschön. Also ein Obdachloser. Ein Tippelbruder ist ein Obdachloser. Interessant. Das habe ich auch wirklich noch nie gehört. Hab erst was anderes verstanden bei Tippelbruder. Hast du Nippelbruder verstanden oder was hast du verstanden? Keine Ahnung, was hast du denn sonst verstanden? Ich sollte heute wirklich nicht mit dem Bus fahren. Pinas Laden ist auf dem halben Wege zur Arbeit. Zudem kann ich mir auf dem Weg endlich mal die Einkaufsstraße näher ansehen. Alles klar, wird gemacht. Gucken wir uns die Einkaufsstraße an. Ah ja, stimmt, hier unten war ja der Biber. Ja, er hier.
die Gebrüder Biberig. Ich fände so ein Taubenfütterverbotsschild auf dem Krankenhausgelände mal ganz gut. Ehrenlos. Oh, guck mal, hier ist sogar eine Eisdiele. Oh, wie süß, eine Eisdiele. Ich hatte diesen Sommer kein einziges Eis. Ich wusste doch, dass ich etwas vergessen habe. Chat, habt ihr diesen Sommer schon Eis gefressen, ja oder nein? Ich bin kein wirklicher Eismensch. Aber ich habe diesen Sommer schon wirklich viel Eis gefressen, weil es geisteskrank warm war. Oh nein! Oh nein, Gebäck? Meine einzige Schwäche. Welcher Bösewicht hat diese Zimtschnecken hier platziert? Am helllichten Tag. Ich werde dich finden, du Schuft. Ich werde dich finden und du wirst meine gebutterte Rache schmecken. Diese Dialoge sind so süß. Hey, Schaufensterpuppe, du machst einen super Job. Danke, es ist mein erster Tag. Also, danke, es ist mein erster Tag. Ich bin echt nervös. Musst du nicht, du siehst spitze aus. Danke, danke. Aber es braucht ein bisschen mehr als gutes Aussehen, um in der Fashionbranche erfolgreich zu sein. Ach so, was denn? Willensstärke, den Willen, sich durchzusetzen, um seine Ziele zu erreichen. Und einen klaren Kopf. Viele lassen sich bei ihrem ersten Job übers Ohr hauen. Ich habe mir direkt einen erfolgreichen Agenten besorgt, der für mich jetzt das Management macht. Das klingt gut, vielleicht sollte ich das auch mal probieren. Bist du dir sicher, dass du das Zeug dafür hättest? Ich denke, wie ist denn so die Bezahlung in der Branche? Ich muss jetzt weiter arbeiten, hör auf mich abzulenken. Die Fashion-Shows dieser Welt verlassen sich auf mich. Okay, viel Glück, ich drücke dir die Daumen. Jemand, der so gut aussieht wie ich, braucht kein Glück. Haben wir gerade mit einer verfickten Schaufensterpuppe geredet? Oder was? What the fuck? Gibt's das Spiel auch auf Konsole? Ich glaube, ja, ne? Kann das sein? Google am besten einfach mal. Ich bin mir jetzt nicht zu 100% sicher. Ich meine, dass es das auch auf der Switch gibt zum Beispiel. Ob es jetzt auf PlayStation gibt, weiß ich nicht. Ich glaube, es war eher ein Selbstgespräch. Ja, aber wir haben ja sogar eine richtige Stimme dafür. Guck mal, wer ist denn da oben? Wir haben ja sogar eine richtige Stimme dafür gehabt. Lisa, einen wunderschönen guten Abend. Keine Sorge, also wir haben gerade erst angefangen, das Spiel. Ja. Ich habe früher immer gerne Postkarten geschrieben. Wenn ich mal Zeit habe, schicke ich meinen Eltern eine. Die freuen sich bestimmt. Für die Menschen, die das Spiel noch nicht kennen, das ist Fall of Porcupine. Und hier geht es um den Alltag als Taube, die in einem Krankenhaus arbeitet. Und es dreht sich alles um das emotional abgefuckte Gesundheitssystem in Krankenhäusern und so. Ja, nur als kleine Zusammenfassung. Wen haben wir denn hier? Hallo, mein Name ist Chloe Colbert. Ich betreibe den Schreibwarenladen Origami. Hätten Sie Zeit, um ein paar Fragen zu beantworten? Ja klar, was gibt es denn? Oh, super. Wir merken, dass die Einnahmen seit einiger Zeit deutlich zurückgehen. Darum befragen wir gerade die Leute in Porcupine. Dann legen Sie mal los. Aber natürlich. Also, erste Frage, wie viele Stifte besitzen Sie in etwa? Uff, direkt so eine schwierige Frage. Wenn ich so darüber nachdenke, vielleicht 5? 5 Stifte? Okay. Wie häufig am Tage benutzen Sie einen Stift? In der Uni habe ich sehr viele gebraucht. Inzwischen mache ich die meisten Dinge digital. Auch die Arbeit im Krankenhaus wurde kurz vor meinem Umzug nach Porcupine digitalisiert. Nun gut. Wie sieht es mit Papier aus? Nutzen Sie Papier? Zum Schreiben? Eher weniger. Alles klar. Gut, das war's dann auch schon. Danke, dass Sie teilgenommen haben. Wir werden versuchen, unsere Angebote den aktuellen Bedürfnissen anzupassen. Kein Problem, gerne. Ich glaube auch echt, also so diese Digitalisierung, in vielen Hinsichten ist Digitalisierung natürlich cool und wichtig, aber bei ganz vielen Dingen finde ich das ganz viel kaputt. Wahnsinn. Möchte einfach mal Danke sagen zu dir und dem Chat. Wir haben zwar nur einen an der Klatsche, aber genau das liebe ich hier so. Alle werden akzeptiert, wie sie sind. Shadow Liebe Mann. Geht raus. Schwarzes Herz. Liebe geht an dich. Dankeschön für die 23 Monate, Mann. Schwarzes Herz an dich. Dankeschön. Vielen, vielen, vielen Dank für den Support. Schön, dass du auch schon seit 23 dabei bist. Fast 2 Jahre. Krass, Mann. Dankeschön. Wirklich bedeutet mir sehr viel. Danke, danke. Keine Fußgängerzone ist komplett ohne Friseurgeschäft. Wenigstens hat dieser kein unangenehmes Wortspiel. Hart, aber fair. Goldener Schnitt. Haarscharf. Kopfsache. Alles schon gesehen und jedes Mal Gänsehaut gekriegt. Chat, ganz kurz. Geht ihr regelmäßig zum Friseur? Einfach mal so interessanterweise. Und wie viel bezahlt ihr dann, wenn ihr zum Friseur geht?
Würde mich mal interessieren. Malo, einen wunderschönen guten Abend, Mann. Alles klar bei dir? Finbu! Geht's dir gut? Bist du verletzt? Bin ich tot? Du bist der größte Pechvogel, den ich kenne, weißt du das? Ich hoffe, euch geht es gut und an alle, die krank sind, gute Besserung. Euch danke für die schöne Zeit und dolle Community. Danke auch noch für die 17. Dankeschön. Wirklich vielen Dank. Lebe in der Schweiz. Bei uns kostet der günstigste 25 Euro. Nee, nur so ein bis zweimal im Jahr. Bei meiner Haarlinge kann ich locker 150 Euro löhnen. Ach du Scheiße. Pechvogel, Banger. Oh mein Gott, Hilfe. Höchstens einmal im Jahr und ich zahle 10 Euro, so ein Zehner. Relativ regelmäßig, weil ich färbe. Alle so 6 bis 8 Wochen, wenn ich es mir leisten kann. Junge, Malo, einfach Tschernobyl 2.0 auf dem Kopf. Spontani, auch noch mit 8 Monaten. Dankeschön. Hallo, auf noch mehr Monate. Danke für alles. Hey, ich danke dir, Mann. Spontani, dankeschön. Ey, Chat, wirklich, hier kommen gerade wieder so viele Sub-Erweiterungen rein. Ich danke euch von Herzen. Dankeschön. Vielen Dank. Du bist der größte Pechvogel, den ich kenne, weißt du das? Ich wollte doch nur helfen kommen. Ja, dank dir. Ja, danke dir. Das hast du damit auch getan. Was meinst du? Ich brauchte eine Idee für meine Fassade. Das hat sich jetzt erledigt. Zum Glück habe ich die Pflanzen alle vorher reingebracht. Haha, der Look steht dir. Solltest du öfter tragen. Meinst du? Auf jeden Fall. Endlich hast du mal ein bisschen Farbe im Gesicht. Ich habe Angst, dass ich festtrockne. Willst du mit reinkommen und dich waschen? Besser, oder? Sonst färbe ich später auf die Krankenhausbetten ab. Ich glaube, ist das eine Frau? Ja, ne? Dann lass uns keine Zeit verschwenden. Die Farbe ist super duper duper schnell trocken. Okay. Malo fühle ich auf jeden Fall. Das ist schon oh mein Gott, was ist das für ein süßer Laden? Das ist schon besser. Du hast wohl recht. Du hast wohl echt kein Glück. Wie? Erst kriegst du eine Kiste auf den Kopf und jetzt einen Eimer Farbe. Ja, vielleicht ist es wirklich nur Pech. Weißt du, was mir gerade auffällt? Ich war noch gar nicht in deinem Laden. Schön hast du es hier. Ich bin beeindruckt. Danke, danke. Hier steckt auch eine Menge Arbeit drin. Wie läuft denn so das Geschäft? Was denkst du denn? Ich liebe meine Pflanzen. Genauso wie die Leute. Brauchst du noch einen Azubi? Schick mir erstmal eine offizielle Bewerbung, sonst wird das nichts, mein Lieber. Dann eben auf dem offiziellen Weg. Wie geht es deinem Kopf? Ich gewöhne mich langsam an die Beulen. Wir kaufen dir einen Helm mit einem großen F drauf. Dann verhindern wir auch die Verwechslungsgefahr. Und meine dynamische Frisur ruinieren? Niemals. Hast du morgen Zeit für einen Ausflug? Aber ich will wirklich keinen Helm haben. Nein, ich will in den Perlennebelwald fahren. Kommst du mit? Finley, hörst du mich? Hallo? Was? Ich glaube, ich habe noch Farbe im Ohr. Jemand hat mir fahrlässig einen Eimer auf den Kopf geworfen. Das tut mir wirklich leid. Schon gut, ich bin dabei. Waldluft ist ja auch gesund. Sehr gut. Und jetzt sollte ich mich langsam auf den Weg zur Nachtschicht machen. Dann bis morgen. Wir treffen uns einfach wieder bei meinem Laden, okay? Und pass auf deinen Kopf auf, Finley. Oh, der ist ja voll süß, der Laden. Wow, das sind viele Pflanzen. Yep, alles von mir selbst großgezogen. Kommt meine Pflanze auch auf dieses Regal? Ja, ich habe dir eine besondere schöne ausgesucht. Oh, danke. Ich finde die aber alle schön. Hehe. Wie süß. Voll der geile Laden. Marie, einen wunderschönen Abend wünsche ich dir. Hallo. Ja, natürlich, Malu. Hallo, das ist doch klar. Krass, wie gut du das mittlerweile mit den Stimmen machst. Dankeschön, CB. Das ist süß von dir. Dankeschön. Wie gesagt, ich gebe mein Bett. Alter, das ist aber jetzt sehr schnell nachgeworden. Josh, ich habe mal eine Frage zu den 350 selbst gekauften Subs, die du 3 Monate lang brauchst. Was gibt's? Oh Mann, jetzt sehen die Leute bis in alle Ewigkeiten, was ich für ein Trottel bin. Unangenehm. Und warum sieht meine Silhouette eigentlich so dick aus? Vielleicht muss ich mal wieder Sport machen. Zählt der Monatsdurchschnitt auch Juli, August und September jeweils? Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich, ne? Jeweils. Wie rechnen die das? Also hundertprozentig weiß ich es leider nicht.
Ja, vor allem auch ist mir aufgefallen, ich habe ja jetzt im Ausrufezeichen Infocommand 268 von 350 Subs. Das variiert brutal. Weil jeden Tag praktisch ein Sub abläuft oder dazukommt. Deswegen eigentlich bringt das gar nichts, dass ich da hinschreibe, wie viele wir haben, weil das mega weird aufgeteilt wird und abgebucht wird und keine Ahnung dazu gerechnet wird, leider. Ja, also das ist mega unübersichtlich für mich einzusehen, jetzt wie viele Subs ich noch brauche, leider. Ja. Leute, wir brauchen zur Sicherheit 400. Ja, ist ein bisschen schade. Das ist Pinas Auto. Platz für 2 Personen und 38 Pflanzen. Und erstaunlich vollgemüllt, obwohl sie so naturverbunden ist. Junge, Pina hat ein richtiges... Alter, ein richtig krasses Mobil da. Bei mir halten nur Kaktusse. Ein Wunder. Ich liebe Blumen, aber leider habe ich keinen grünen Daumen. Ja, ich habe auch nicht so krass wirklich einen grünen Daumen, aber ich liebe halt Pflanzen, deswegen muss ich mir immer wieder welche holen. Ich muss wirklich sagen, ich liebe die Atmosphäre nachts in diesem Spiel. Mit dieser leichten Untermalung, diese Grillen, die Zirpen. Findet ihr das auch mega? Ich finde das übel nice. Die Backentasche ist der einzige Supermarkt in Porcupine. Er schließt schon um 5 Uhr abends. Ich vermisse die Zeit, wo ich rund um die Uhr etwas bestellen konnte. Oh, guck mal, Chat, hier ist wieder der sexy Biber. Die Olivenpreise steigen. Noch nie hatten wir so einen warmen Herbst. Bla 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 bla. Oh, die Sandalwood Wanderers haben scheinbar die Meisterschaft gewonnen. Schade, dass ich mich so gar nicht für Sport interessiere. Dann gäbe es wenigstens einen positiven Artikel für mich. Paar sind morgen? Ich weiß nicht genau, was du meinst, Rob. Hier gibt es immer frisches, regionales Gemüse. Ich sollte mich gesünder ernähren. Oh, was? Wir können in den Supermarkt rein. Der Supermarkt macht gerade zu. Ganz egal, ob Klein- oder Großstadt. Die Leute denken überall, dass das der beste Zeitpunkt ist, um einkaufen zu gehen. Okay, wir können leider nicht rein. Ich hätte es gerne mal kurz reingeguckt. Das wäre cool gewesen. Bringt es etwas, direkt für 6 Monate zu holen? Ja, also für dich natürlich, ne? Weil ich glaube, du kriegst einen Rabatt erstmal safe. Und wie gesagt, Chat, niemals über die Handy-Apps haben. Bitte immer über den Browser, dann spart ihr Geld, wenn ihr das macht. Und natürlich bin ich dann natürlich die nächsten 6 Monate, habe ich dann deinen Sub safe, was natürlich cool ist. Ja. Weil ich könnte ein richtiger Rabauke sein und so. Und du, also die, sie wären halt einfach schon safe, weißt du? Yo, hey Doc! Larissa, schön dich zu sehen. Wie geht es dir? Supi, ich bin wieder auf dem freien Fuß. Sehr gut. Und was macht das Asthma? Das macht jetzt gar keine Probleme mehr. Ich habe so einen Inhalator-Dingens bekommen. Und ich durfte mir sogar die Farbe aussuchen. Und welche hast du genommen? Ich habe jetzt 3. Ich konnte mich einfach nicht entscheiden. Mir gefällt übrigens ihr neuer Look, Doc. Neuer Look? Ach, nix. Ach so, wegen der Farbe. Oh mein Gott. Stimmt, Finley sieht das ja selber nicht und wir haben überall noch Farbe. Oh mein Gott, und wir gehen jetzt damit arbeiten. Alter, ich kann mir jetzt schon vorstellen, was unser Chef gleich zu uns sagen wird. Der ist sauer. Was, wie, was, wo? Am Handy ist es teurer? Ja, da steht doch sogar extra im Command drin. Deswegen haben wir ja auch, das habe ich ja extra mit in diesen Ausrufezeichen-Command gemacht. Oder CBR gesagt, ja. Er meinte doch, der Supermarkt macht um 5 zu. Das heißt, es ist um 5 Uhr schon so dunkel. Naja, stimmt, im Herbst nicht, ne? Im Winter ist es um 5 Uhr schon dunkel. Im Herbst jetzt vielleicht weniger, ne? Es wäre schon sehr früh, um, also, für einen Supermarkt, oder? Um zuzumachen, um 17 Uhr. So, was haben wir hier? Es ist euer Haus, Chat, da nächtigt ihr doch, ihr Reichen. Die Kinder haben schon Schulschluss. Ja, okay, ihr schlaft einfach in der Schule. Oh Mann, sobald man nicht mehr in der Schule ist, vermisst man die Zeit. Ja, nee, nicht so ganz. So ein paar Sachen vermisse ich, aber nicht die Schule an sich, auf gar keinen Fall. Also nicht die Zeit in der Schule. Man vermisst einfach Zeit. Man hatte so viel davon. Alter. Okay, das war jetzt deep. Das ist sehr wahr. Das ist wohl sehr wahr, ja. 17 Uhr zumachen wäre geil. Nein, Owen. Es gibt Menschen, die arbeiten bis 17 Uhr. Es ist schon wichtig, dass ein Supermarkt natürlich auch lange auf hat. Das ist schon klar, würde ich mal sagen. Also bei mir geht es über den Browser irgendwie immer nicht. Ja, da weiß ich auch nicht. Warum?
vielleicht mal über den Command versuchen. Also ich habe ja Ausrufezeichen Info und da habe ich ja extra einen Link dazu gepackt. Vielleicht versuchst du es darüber mal. Wie heißt das Game? Fall of Porcupine. Und Bienchen, schlaf gut. Socha, wir sind immer noch auf dem Weg. Wir kämpfen uns hier durch die Wäldchen. Weiter in Richtung unserer ersten Nachtschicht im Krankenhaus. Es gibt Menschen, die schlafen bis 17 Uhr, wie Yoshi. Ja, aber stell dir mal vor, ein Supermarkt würde um 17 Uhr zumachen. Dann könnte niemand einkaufen gehen. Owen würde das zurechtkommen, ja, auf jeden Fall. Oder zugutekommen, eher gesagt. Das Einzige, was in der Schulzeit mega war, waren Ferien. Mehr aber auch nicht. Ja, und die Freizeit halt, ne? So wie Finley halt gerade gesagt hat, die Schule, also Ferien zählt natürlich dazu. Und das ist halt eben einfach dieses Krasse an der Schulzeit gewesen. Du hast einfach so viel Zeit gehabt. Ja. Unser Rewe macht erst um 22 Uhr zu. Ja, das ist normal, denke ich. Es gibt ja auch welche, die haben sogar 24 Stunden auf. Oder sogar bis 12 Uhr. So, wir nähern uns immer weiter dem Krankenhaus. Lara, einen wunderschönen guten Abend. Hey, alles klar bei dir? So, Chat, es geht los. Der Alltag beginnt. Die erste Nachtschicht im St. Ursula Krankenhaus. Ich bin gespannt. Alter, das ist so hell plötzlich. Scheiße, können wir uns nicht irgendwie sauber machen erst? Oh mein Gott, wir dürfen uns das erst nicht... Komm doch, wenn du dich traust, Olli! Du lahme Socke! Jetzt bleib stehen! Warum bist du immer so feige? Komm her jetzt! Ey, unwürdig gerannt! Oh, meine Nerven! Okay. Holy shit, Alter. So beginnt also die Nachtschicht, Ladies and Gentlemen. Was ist denn hier los? Die Hendersons sind los. Die beiden Halbstarken wurden heute Morgen hier eingeliefert. War ein Notfall. Echt? Sie scheinen doch ganz fit zu sein. Ich würde es eher Langeweile nennen. Die beiden können keine Minute hier in den Betten bleiben. Sie sind sich ständig am Käbbeln. Soll ich mal nach ihnen sehen? Tu, was du willst. Du wirst sie aber noch früh genug kennenlernen. Die beiden liegen nämlich bei dir auf der Station. Aber vielleicht sollte wirklich mal jemand nach den beiden sehen. Sonst brauchen wir heute noch zwei Leichensäcke. Ach du Scheiße. Okay, warte mal, wo sind die denn hingerannt? Sind die rausgerannt? Oh, Chat, ich glaube, das wird eine ganz krasse Nachtschicht, Mann. Das wird ein absolutes Chaos werden. Wo sind die jetzt hin? Sind die nicht rausgerannt oder sind die jetzt noch drin? Das sah so aus, als wären die rausgerannt. Bin heute vor meinem Chef geflüchtet, während er auf dem Klo war, weil ich keinen Bock hatte, ihn zu sehen. Oh, kann man machen, oder? Marie, schlaf gut, pass auf dich auf. Hä, muss ich die jetzt draußen suchen? Oder lasse ich es einfach? Ich frage mich gerade, ob ich jetzt draußen suchen gehe. Was soll dieser alberne Fleck? Ist das wieder so ein neuer Trend? Das muss wohl noch Restfarbe sein. Farbe? Machen Sie gerade ein Praktikum bei Gregor oder wie? Dieses Krankenhaus macht mich noch fertig. Jetzt ist uns in der Chirurgie auch noch der Tee ausgegangen. In 20 Minuten muss ich einen Bypass legen. Ich kann mich nicht konzentrieren ohne meinen grünen Tee. Haben Sie schon in der Cafeteria gefragt? Ich gehe da nicht rein. Ich muss steril bleiben. Soll ich gehen? Vergessen Sie's. Es wird schon gehen. Okay. Mr. Algo, einen wunderschönen Abend. Hey. Ich muss sagen, ich finde diese Spiegelung im Boden und so geil. Einfach Raytracing. Alter! Er pennt einfach hier. Er schläft hier. Gib nichts mehr heute. Mach schon sauber. Alles gut, ich habe noch keinen Hunger. Ich hoffe für dich, dass das so bleibt. Bis zum Frühstück bleibt die Küche zu. Es gibt einen geheimen Schokoriegelvorrat im Pausenraum. Das hilft zur Not. Pah! Wie kannst du so einen Fraß in dich reinstopfen? Ich mag Schokoriegel. Dann weißt du nicht, was Schokolade wirklich ist. Ich war die Woche das erste Mal hier essen. Es war wirklich gut, aber ich hatte keinen Nachtisch. Ich bin echt nur von Banausen umgeben. Von Sexbanausen. Wie meinen Sie?
Was ich hier koche, ist nicht einfach nur ein plumpes Mittagessen. Es ist eine Komposition, ein fein ausgearbeitetes Theaterstück in drei Akten. Vorspeise, Hauptgang, Dessert. Nichts für sich funktioniert alleine so sehr, wie sie es als Einheit tun. Und du hast einfach den Saal vor dem Finale verlassen. Kein Gespür hast du. Oh, das wusste ich nicht. Nächstes Mal bleibe ich sicher bis zum Schluss versprochen. Wie kommt es, dass sie so an ihren Gerichten feilen können? Haben sie so viel Budget? Uns fehlt es auf der Station ja sogar manchmal an den Wesentlichen. Pah, Budget, dass ich nicht lache. Ich halte den Theobald für einen guten, vielleicht sogar für einen Feinschmecker. Aber in den letzten Jahren ist mein Geldtopf immer kleiner geworden. Es kommt nicht nur auf die Finanzen an. Kochen ist eine Kunst, meine Kunst. Und diese Kunst braucht nicht immer viel Geld. Vor allem, wenn man Talent hat. Und die Energie, neben den langen Tagen noch weiter an seinen Werken zu arbeiten. Junge Bro, der lebt hier einfach. Der lebt einfach in dieser Cafeteria. Er steht da einfach AFK. Und der ist unfassbar von sich selber überzeugt. Holy shit. Und dabei war ja das Gericht sogar ja gar nicht mal so nice, fanden wir, ne? Also Finley, glaube ich, fand das nicht so geil. Und ich glaube auch Mia oder so, wie unsere Kollegin hieß, die fand das auch nicht so nice. Er redet zu viel. Ja, ja, es ist halt ein Charakter, ne? Der vertont werden muss irgendwie. Es ist schon klar, dass der irgendwie viel redet, oder? Man braucht ja auch so ein bisschen Tiefgang halt. Vor allem, wenn man halt keine Stimme zu diesen Charakteren hat, weil sie nicht vertot sind. So, Chat, dann geht's los. Wo arbeiten wir nochmal? Auf der dritten, ne? Oder? Und wir haben anscheinend diese zwei Geschwister da oder Brüder oder wie auch immer. Da bin ich ja mal gespannt. Ich habe halt keinen Tiefgang, das ist wahr, ja. Okay, hier ist schon mal Mia. Hey, Finley! Mia, hier ist was los heute. War's hektisch? Ja, war viel los heute. Die beiden Hendersons aus 302 können keine 5 Minuten liegen bleiben. Ich kann mit so etwas nicht umgehen. Ja, ich bin den beiden auch schon begegnet. Echt? Wo? Unten, am Haupteingang. Oh je, dabei habe ich sie doch gerade erst wieder ins Bett gekriegt. Muss ich irgendwas wissen? Die Hendersons haben sich gegenseitig vergiftet. Was? Wollten sie sich umbringen? Nein, nein. Es war eine Mutprobe, aber die beiden können dir das sicher selbst am besten erzählen. Ich schaue mir das direkt mal an. So schlimm kann das ja nicht sein, so wie die hier schon rumrennen. Ich weiß nicht. Die Tests heute Mittag sahen nicht so harmlos aus. Dir wird bestimmt nicht langweilig. Und ich gehe jetzt. Uff. Ich will nur noch auf die Couch. Das hast du dir verdient. Entspann dich gut. Wir sehen uns dann morgen. Hals- und Beinbruch. Junge, wie sie einfach abhauen will. Okay, Chats. Wir schaffen das. So, St. Ursula Aufgaben. Ladedaten herunter. Dann sehen wir doch mal, welche Patienten wir heute hier insgesamt haben. Daten aktualisiert. P31, 302 und 302. Achso, das sind die beiden. Ah, okay, wir haben die beiden. Und wir haben bei P31 noch die gute Schildkröte. Die war ja, glaube ich, ziemlich süß zu uns, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Gucken wir mal nach der Schildkröte. Jojo, schlaf gut, pass auf dich auf. So. Guten Abend, Irma. Wie geht es Ihnen denn heute? Schön, der Herbst, nicht? Nur schade, dass es immer schon so früh dunkel wird. Ich hätte nichts gegen ein paar mehr Sonnenstunden. Zum Glück ist es hier drinnen hell genug. Junge, hier drin ist es so hell. Ein langer Herbstspaziergang würde mir aber gut tun. Trotzdem gebe ich Ihnen recht. Wissen Sie, als ich noch jung war, war das Licht nicht so selbstverständlich. Wir mussten es immer erst fangen. Fangen? Das Licht. Das war früher flinker unterwegs, als wir es heute gewohnt sind. Das war ganz schön knifflig. Wenn Sie möchten, erzähle ich Ihnen die Geschichte. Klar, erzählen Sie mir mehr. Aber nur, wenn ich Sie nicht von der Arbeit abhalte. Das geht schon. Betrachten Sie es als Teil meiner Arbeit. Stimmt, ich bin schließlich Ihre Patientin. Also, da war so... Bevor es in Porcupine Straßenlaternen gab, mussten wir uns etwas einfallen lassen, wenn wir nachts etwas lesen wollten. Da brauchte es eine ausgebildete Lichtfängerin wie mich. Um Licht zu fangen, reichte es natürlich nicht. Tagsüber einfach einen Topf aufzumachen und dann, wenn er voll ist, den Deckel drauf zu machen. Hat die Glühwürmchen gefangen?
Probieren Sie das mal, dann merken Sie schnell, dass das nicht klappt. Licht ist nämlich unheimlich schnell. Nichts ist schneller als Licht. Bis Sie den Deckel darauf haben, ist das Licht schon wieder draußen. Und nachts gucken Sie dumm aus den... gucken Sie dumm aus dem Schlafanzug. Tja. Das war der gute Rat. Da war der gute Rat natürlich teuer. Ich habe dann versucht, Köder auszulegen. Vielleicht mochte das Licht ja Erbseneintopf oder Schokotrüffel. Mochte es aber nicht. Was es aber mochte, waren die Bienen, die mein Mann Gilbert im Garten wachsen hatte. Eines Nachts sah ich, wie kleine Lichtlein um die Bienen herumschwirrten und sich daran niederließen. Eureka, dachte ich. Irma, jetzt hast du's. Da man ja nun schlecht Obst in Lampen schrauben kann, bat ich unseren Glasbläser, birnenförmige Gläser herzustellen. Und siehe da, als wir die Birnen benutzten, kam das Licht mit Lichtgeschwindigkeit in unsere Stuben und wir konnten endlich bei Nacht lesen. Damit das Licht weiß, wann es kommen und gehen soll, kitzeln wir es mittlerweile natürlich mit Strom. Kippschalter an, Kippschalter aus. Sie wissen ja, wie das läuft. Und so bin ich Lichtfängerin geworden. Aber ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wirklich gefangen habe ich das Licht nie. Sie wissen ja, dafür ist es viel zu schnell. Ja, ja, so war das damals. Wie süß. Physik war noch nie meine Stärke, aber ich finde, das macht alles Sinn. Ich werde mir mal meine Lampen zu Hause genauer angucken. Jetzt haben Sie mir alles über das Lichtfangen erzählt, aber noch nicht, wie es Ihnen geht. Wie fühlen Sie sich denn heute? Ich glaube, ich weiß es nicht genau. Chat, ihr müsst bedenken, ne? Die ist bestimmt 50.000 Jahre alt, Mann. Das ist eine Schildkröte. Oder? Ich weiß es nicht genau. Ist es, doch, das ist eine Schildkröte, oder? Eine sehr alte. Ich weiß es nicht genau. Ein komisches Gefühl, nicht zu wissen, wie es einem selbst geht. Ich habe so viel geschlafen wie schon lange nicht mehr. Und mir ist ein wenig fröstelig. Ich schaue mir das mal an. Geht ganz schnell. Die ist älter als ich. Die ist sogar älter als du. Okay, tja, was müssen wir machen? Nein, nicht das schon wieder. Oh, Chat, das hasse ich wie die Pest, ne? Das ist bis jetzt das Schwerste, finde ich, was wir, glaube ich, gemacht haben. Nicht das schon wieder. Okay, also, wir testen also. Wir nehmen mal wieder das Händchen, Herz. Das lief letztes Mal super. Ja, aber das war Glück, glaube ich. Wir nehmen Knochen und wir nehmen den Schädel. Okay, die Hand ist an richtiger Position. Okay, Hand ist sogar richtig gewesen. Lol, krass, dass das sofort richtig war. Okay, Hand ist richtig. Zwei sind wieder falsch. So, jetzt müssen wir natürlich wieder herausfinden, welche zwei sind an der falschen Stelle. Come on, flick it away! Okay. Also, Chat, was glaubt ihr? Welche zwei werden es sein? Wir wissen es ja nicht, ne? Ich finde schade, dass das nicht markiert ist, welche zwei es sind. Weil das ist es ja nicht. Es sind einfach, zwei davon sind richtig, aber in der falschen Position. Okay, wir nehmen jetzt einfach mal, ich glaube, der Knochen wird es sein. Guck mal, wir machen den Knochen mal dahin. Und vielleicht das Herz diesmal. Letztes Mal war es nicht das Herz. Vielleicht diesmal das Herz dahin. Und der Schädel ist vielleicht auszutauschen mit einem Auge oder mit einem Fuß. Vielleicht mit einem Auge. Knochen. Okay, vielleicht mal so probieren. Ja. Okay. Handknochen ist richtig. Der Rest ist komplett falsch. Das heißt, das Herz war falsch und es ist der Totenkopf. Und der Totenkopf muss dann dahin, oder? Ja, bei den Knochen haben wir ja, das Herz war falsch. Also muss es doch der Totenkopf sein. Das heißt, uns fehlt jetzt nur noch eins und das könnte sein der Zahn oder der Fuß.
Ich sage vielleicht der Zahn. Ich bin von mir selber gerade beeindruckt. Also, ich bin sehr beeindruckt gerade von mir selber. Holy shit. Da darf ich aber auch mal stolz auf mich selber sein, oder? Jetzt kannst du die Angst vor dem Spiel begraben. Ja, aber das war, aber wie gesagt, das ist halt auch mit Luck. Ne? Also das ist ja, das ist einfach Glück halt auch, das Spiel, ne? Ist ja klar. Boah, aber da bin ich jetzt gerade mal kurz selber stolz auf mich. Cool, das hat super funktioniert. Okay, ihr Fieber ist gestiegen. Nein. Ihr Fieber ist gestiegen. Immerhin wissen wir inzwischen, dass es sich um eine Lungenentzündung handelt. Wir werden sie weiter medikamentös behandeln, bis die Symptome schwächer werden. Vor allem das Fieber muss runter, dann können sie auch besser schlafen. Herrje, früher, da hätte ich das leichter weggesteckt. Im Alter ist das Immunsystem nicht mehr so hart im Nehmen. Dann haben sie mich jetzt noch etwas länger am Hals, Herr Doktor. Die komische Alte mit ihren Geschichten. Schrecklich. Ja, sie wissen ja gar nicht, was sie sich da eingebrockt haben. Berufsrisiko. Und jetzt schlafen sie besser. Sie brauchen jetzt Ruhe und dann sind sie bald wieder auf dem Damm. Bin zwar Mediziner und der Spruch ist etwas ausgelutscht, aber Schlaf ist meist die beste Medizin. Das sehe ich genauso. Oder auch so. Danke. Okay, unsere erste Patientin haben wir für heute. Sehr cool. Was macht die Konkurrenz so? CB, bitte hör auf. Lass das. Okay, jetzt bin ich gespannt, Chat. Ich glaube, das war alles viel zu einfach bis jetzt. Es wird Chaos geben. 302. Es wird Chaos geben. Wo ist eigentlich unser Chef? Okay, hier ist der eine und ich glaube, auf der anderen Seite ist der Simulant! Du Drückeberger! Ich habe die halbe Flasche ausgetrunken. Von wegen? Ich habe gesehen, wie du so ausgespuckt hast. Weil ich mich göbeln musste. Ich habe zuerst gegöbelt. Jungs. Er fängt immer an. Er hört nie auf. Jungs. Ihr leidet unter Fieber, Erbrechen, Durchfall und Kopfschmerzen. Darauf darf ich fragen, warum? Schimmelkampf. Ja, Schimmelkampf. Ich traue mich kaum zu fragen. Wir haben im Keller eine Schimmelflasche gefunden. Orangensaft. Champagner. Es war gegorener, schaumiger Orangensaft. Nein, dickflüssiger, gelber Champagner. Ich glaube, mir wird schlecht. Schauen wir uns das mal genauer an. Wer von euch ist Oliver? Hier. Ha, Olli ist immer Erster. Erster im Verlieren, vielleicht du Nichtskönner. Oh Mann. Olli. Olli ist am Start. Was machen wir jetzt? Ich muss dir eine Spritze geben. Boah, was? Nee, Spritzen sind ja mal voll lahm. Er hat Angst. Guck, wie er zittert. Ich zittere gar nicht. Na los, Doc, bringen wir es hinter uns. Spritzen. Bitte kurz stillhalten. Finde die beste Stelle, um die Spritze mit A anzusetzen. Halte dann nach A gedrückt, um die richtige Menge Blut zu entnehmen oder die richtige Menge Medikation zu verabreichen. Finde die beste Stelle, um die Spritze mit A anzusetzen. Halte dann nach A gedrückt, um die richtige... Okay. Probieren geht aber studieren, mein Freund. Okay, woher weiß ich denn jetzt, wo die Spritze ist? Achso, warte mal, wo das meiste rot ist vielleicht, oder wie? Warte mal, wie darf ich das verstehen? Ich wollte gerade das Blaue nehmen, aber... Nach Gefühl? Aber das Rote ist jetzt nicht das Blut, oder? Das ist schon hier in den blauen Venen drin, oder? Oder muss ich so viel Rot unten mitnehmen, wie geht? Ich würde das Blaue nehmen. Ja, ich wahrscheinlich auch. Also auf gut Glück, die Venen, oder? Ist nur die Frage halt, auf welcher Höhe wir da sind. So vielleicht? Ich hab keine Ahnung, woher soll ich das wissen? Okay. So? M-
ein B. Also, ja, war jetzt nicht perfekt, aber es hat funktioniert. Hä? Interessant. Okay, bin mal gespannt, wie das ist, wenn wir das nochmal machen. Interessant. Weiß ich jetzt auch nicht. GG. Ich hab's auch nicht verstanden. Ja, mal sehen. Vielleicht beim nächsten Mal. Alles klar, das war's auch schon. Guck, warte mal, wir müssen das bestimmt noch bei einem anderen machen, oder? Guck, ich hab gar nichts gemerkt. Ein Kinderspiel war das. Hm. Ich bin halt voll mutig. Du hast bestimmt die Spritze für Babys bekommen. Das ist doch Pillepalle. Ich kann das auch. Okay, du musst dann Rudi sein, richtig? Du bekommst genau dieselbe. Dann wollen wir mal... Oh, dann wollen wir mal. Okay. Also, Chat, nochmal. Vielleicht einfach die, die am weitesten oben ist? Weil die dann am besten ist zum Blut abnehmen oder so? Vielleicht? Also, ich nehme jetzt mal das hier einfach. So. Und jetzt... Nee, boah, Alter, ist der am... Oh mein Gott, der ist viel unruhiger. Holy shit, der ist viel unruhiger als der andere. Oh, das ist, glaube ich, nicht gut. Oh, ich glaube, das wird sogar noch schlechter als ein B, oder? Na, auch ein B. Der war viel unruhiger. Okay. Hm, keine Ahnung. Ich habe weniger gezittert als Olli oder Doc. Nein, hat er nicht. Er hat viel mehr gezittert. Lüge! Sagen Sie schon, ich war viel besser. Was auch immer ihr getrunken habt, ihr habt euch Bakterien eingefangen. Shigellen. Mit denen ist nicht zu... Shigellen. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Shigellen. Mit denen ist nicht zu spaßen. Yay! Shigellenkampf! Kein Shigellenkampf. Im Gegenteil. Eure Krankheit nennt man Sigillose? Ich habe keine Ahnung, wie ich das ausspreche. Sigillose? Und das kann richtig fies werden. Ihr beide seid noch ansteckend. Wir werden für die nötige Hygiene und Sicherheit sorgen, damit die Shigellen hier auf der Station nicht die Runde machen. Es wird bestimmt ganz anders ausgesprochen. Sorry für Leute, die das jetzt triggert, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das ausspreche. Aber ich habe mehr Sigillose als Olli, oder? Wohl nicht. Wohl doch. Bei dir sieht es genauso aus. Ha! Leute. Ja? Ja? Vergesst es. Bro, die zwei sind hardcore. Mal kurz mit denen reden. Das ist bescheuert. Du bist bescheuert. Du. Nee, du. Du denkst, du bist lustig, oder? Nee, denke ich nicht. Ich denke, du bist bescheuert. Du bist bescheuert. Was ist denn hier los? Rudi hat mir den Nachttisch geklaut. Stimmt doch gar nicht. Du hast halt keinen Nachtisch bekommen. Was kann ich denn dafür? Du lügst, du bist gemein. Selber gemein, ich habe gar nichts gemacht. Das sagst du jedes Mal. Bro, was ist mit denen? Ach du Scheiße. Okay, yo, Finley. Oh mein Gott, der Hyperaktive. Holy shit, Smort mit 11 Monaten. Ich danke dir von Herzen, mit keinem Prime-Sub sogar. Ich danke dir von Herzen für die 11 Monate, Mann. Dankeschön. In der Abo-Falle. So. Hey, Karl. Ah, nee, warte mal, das ist noch nicht Karl. Hey, Karl, wie läuft's? Ja, ganz gemütlich eigentlich. Die Leute schlafen heute gut. Ich glaube, der ist richtig hyperaktiv. Da hatten Sandra und ich gerade sogar Zeit für eine Runde UBW. UBW? Urinbecherweitwurf. Gibt's das wirklich? Klar, es gibt sogar überregionale Turniere in der Pflege. Sandra und ich sind im Ursula-Team und haben trainiert. Eines der Dinge, die meistens nur nachts möglich sind. Aber ich komme wegen etwas anderem. Vielleicht hat deine messerscharfe Auffassungsgabe es bereits registriert. Aber Krokowski ist heute Abend nicht da. Durch die ausgezeichnete und lückenfreie Planung der Belegschaft ist gar keine Stationsleitung heute Nacht hier. Als Dienstältester hier übernehme ich deswegen die meisten Aufgaben, bis Dr. Krokowski wieder Schicht hat. Das klingt doch gar nicht verkehrt. Yep, das heißt allerdings auch, dass ich deine Behandlungsergebnisse abnehmen muss. Nervig, undankbar. Und man macht sich meist keine Freude damit. Also bringen wir es hinter uns. Hey, ABB, ist okay. Guck mal, wir kriegen sogar ein Smiley von ihm. Wie süß. Dankeschön.
Onkel, einen wunderschönen guten Abend. BMW ist besser als UBW. Das weiß ich nicht. Ja. Small, danke schon nochmal für die 11 Monate. Wirklich, ich danke dir von Herzen. Dankeschön. Und Sally, einen wunderschönen Abend. Hey, wir haben ein Smiley bekommen. Wir sind cool. Sehr gut. Tja, was soll ich sagen? Alles ganz solide. Nicht außergewöhnlich gut, aber auch keine Katastrophe. Für einen Einsteiger ganz okay, würde ich sagen. Ich werde es der Krokowski gut verkaufen. Dann sammelst du vielleicht ein paar Punkte bei ihr. Und wie war das? Habe ich mich angehört wie Dr. Krokowski? Ich fühle mich komisch. Alles okay, Karl. Mach dir keinen Kopf. Das war deutlich angenehmer als die Standpauken von Dr. Krokowski. Ah ja. Michi, danke schon auch an dich für dein Follow. Herzlich willkommen, Mann. Hey. Nun gut, ich denke, der Rest der Nacht wird ruhig. Vertritt dir ein bisschen die Füße, versucht zu entspannen. Vor Schichtende machen wir noch eine schnelle Runde und das war's dann. CB, machst du gemütlich? Okay, cool. Also, tja, wir machen eine kleine Runde, wir haben unsere Patienten. Hey, na? Okay, das war's. Entschuldigung? Kann mir bitte jemand helfen? Es tropft von der Decke, ich bin schon ganz nass. Das kommt aus Zimmer P31. Ist das Irma? Ich muss nachsehen. Amelie, hab einen schönen Abend. Die Musik. Dieser stinkende Gestank, der stinkt. Die Sache stinkt. Irma, was ist denn hier los? Sie sind ja schon ganz durchnässt. Da sind sie ja, ich weiß es nicht. Ich habe hier nur gelegen und plötzlich war meine Bettdecke nass. Sie können mir glauben, mir ist ein Stein vom Herzen gefallen, als mir klar wurde, dass es nicht meine Schuld war. Ich dachte schon, es geht bergab mit mir. Herrje, ich fühle mich wie damals, als unser Wasserbett geplatzt ist. Der kleine Giuliano hatte Geburtstag und hat sich eine Piratenparty gewünscht. Ich konnte ja nicht ahnen, dass er uns schon früh morgens in seinem Piratenkostüm weckt. Damals waren diese Spielzeuge Hakenhände noch ziemlich spitz, müssen Sie wissen. Warten Sie, ich schiebe Sie erstmal da weg. Das tut mir unglaublich leid. Wir kümmern uns sofort darum. Dann bekommen Sie neue Kleidung und eine extra kuschelige Decke. Oh mein Gott, die arme Irma. Was ist denn hier los? Karl, es regnet von der Decke. Das sehe ich. Lass uns nach oben gehen und nachsehen, woher das Wasser kommt. Aber was ist mit Irma? Nein, nein, erst Irma weg. Nicht, dass das nachher einbricht oder so. Heilige, warte mal, was? Heilige, du Hutablage, was ist denn hier los? Sandra, gut, dass du da bist. Ich dachte, hier steigt eine Party. Kannst du dich um Frau Die Kalmer kümmern? Sie braucht dringend frische Kleidung für Bettwäsche. Sicher, kein Problemo, ich bin quasi schon dabei. Finley, wir beide gehen zu Gregor und geben ihm Bescheid. Der war heute den ganzen Tag auf der Station im 4. Stock am Rumwerkeln. Lass uns danach sehen. Machen wir. Irma, es wird sich sofort jemand um sie kümmern. Ich danke Ihnen, mir wird es gerade auch etwas frisch unten am Rock. Geht ihr mal hoch, Leute, ich kümmere mich um die Patientin. Wir haben zum Glück gerade ein Bett in 303 frei. Danke, Sandra. Los, Finley, lass uns oben nachsehen. Okay, und besser schnell, ich habe keine Badehose dabei. Ey, können wir nicht erstmal sie wegtun? Ich habe echt keinen Bock, dass da nachher irgendwie eine Badewanne durch die Decke kommt im Krankenhaus. Ach so, scheiße. Oh nein, jetzt kommt das... Nein... Okay, warte, Chat, sorry. Ich dachte, ich kann nochmal mit ihr reden, aber es wird das gleiche nochmal erwähnt. Oh mein Gott, warte mal, das ganze Gespräch wird wiederholt. Oh Gott, ich glaube, das ist nicht gewollt. Lol, und sie kommt auch neu rein. Es wiederholt sich alles. Wir sind in einer Zeitschleife gefangen. Nein, nein, machen wir. Ja, es wird sich jemand um sie kümmern. Danke, wird frisch unter den Rock. Geht mal hoch, Leute, ich kümmere mich um die Patientin. Ja, wir haben ein Bett in 303 frei. Danke, Sandra. Ja, los, Finley, lass uns hoch. Okay, besser schnell. Ich habe keine Badehose an. Okay, los. Das macht die Sandra. Ich hoffe es mal. Nicht, dass da eine Badewanne runterkommt. Okay, wir müssen sofort in den 4. Stock. Hey, was zur Hölle ist denn da passiert? Dass da plötzlich Wasser durch die Decke kommt. Das ist nicht gut. Adelina, mach's dir gemütlich. Der endlose Kreislauf. Da ist wohl Murmeltiertag. So fängt's an, Chat. Ich glaube, das Spiel wird wirklich noch richtig krass. Okay, was ist hier los? Oh je, ich bin froh, dass mein Zimmer... am anderen Ende der Station ist. Was tut man denn da? Die Feuerwehr rufen? Welches Zimmer ist das? 403?
Ich sollte mich vielleicht nochmal waschen. Ich will nicht, dass die erkrankten Leute glauben, ich hätte selbst eine Krankheit. Am Ende färbe ich noch ab. Oh, lol, wir konnten uns einfach waschen. Ja, war die falsche Richtung. Aber wir konnten es einfach... Lol, ich habe eine Errungenschaft bekommen. Zweite Dusche. Nice. Okay. Hä? Ich kann schwören, das konnte ich eben nicht, als ich da lang gelaufen bin. Aber cool. Okay, wir müssen natürlich in die andere Richtung, weil P31 müsste ja theoretisch müsste das hier sein. Wir haben Wasser in einem Krankenzimmer. Ach, was du nicht sagst. Diese Etage ist eigentlich auch kein Schwimmbad. Sollten wir nicht die Ursache finden? Ich bin dabei, Junge. Aber wenn ihr helfen wollt, geht schon mal eine Etage höher. In die Etage im 5. Stock? Aber die ist doch abgesperrt. Hier ist der Schlüssel. Damit kommt ihr durch die Tür oben im Treppenhaus. Aber verrate Theobald nichts. Ich habe eh schon Zoff mit dem. Geht schon mal vor. Ich komme gleich nach. Holy shit. Ja, Malu, das Spiel ist mega schön. Wirklich. Also unterstützt auf jeden Fall die Entwickler. Ist ein wirklich tolles Spiel. Und ich glaube auch, das ist das allererste Videospiel von denen. Was ist los? Nichts, alles okay. Oh stimmt, das war der Raum, wo wir den Zusammenstoß hatten, ne? Wo wir abgeworfen wurden, sind da in der... Ne, ihr wisst schon. Worauf wartest du dann? Ich warte auf gar nichts. Du hast doch keinen Schiss, oder? Nein, ich habe keinen Schiss. Aber als ich das letzte Mal hier oben war, hatte ich den Unfall. Das stimmt, aber ich bin jetzt ja dieses Mal dabei. Ich passe schon auf dich auf. Das ist eine stinknormale Krankenstation. Also stinken tut es ja auf jeden Fall. Ja, da hast du recht. Es ist nur eine Station, so wie die anderen halt eben auch. Dann schauen wir doch mal nach, wo das Wasser herkommt. Vielleicht gab es ein Unwetter oder so, einen Sturm. So, das ist die abgesperrte Etage übrigens. Ich wollte nochmal ganz kurz auch hier gucken. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas. Andere Richtung? Nee, nee. Ah, guck mal hier. Karl, guck mal da oben. Das Rohr ist geplatzt. Ja, ich seh's und ich fühl's auch. Meine Klamotten sind schon klitschnass. Wie kann denn sowas passieren? Das Rohr ist komplett durchgerostet. Tja, du hast doch am eigenen Leib gespürt, wie gefährlich es hier oben ist. Die Station ist nicht mehr zu gebrauchen. Vielleicht war es wirklich besser, sie einfach dicht zu machen. Das hier ist eine schimmelige Bruchbude. Da ist eine Tür aufgegangen, links. Der Hausmeister. Immer wieder habe ich's gesagt. Es hört ja niemand auf den alten Gregor, aber machen soll er ja immer. Machen soll er. Hast du gesehen, Gregor? Ja, ja, das Heizungsrohr ist hin. Einen Augenblick. Okay, das war einfach. Er hat's einfach abgedreht, lol. Der alte Gregor hat's nicht leicht. Die alte Ursula hat viel mitgemacht in den letzten Jahrzehnten. Ich tue ja, was ich kann. Aber ich kann auch nicht überall sein. Aber wenn ich nicht da bin, kümmert sich ja niemand um die alte Dame. Und ich will, dass es der alten Dame gut geht, auch wenn mir die Zeit fehlt, wenn der Rücken nicht mehr mitmacht. Solange der alte Gregor noch steht, steht auch die Ursula, klar? Danke Ihnen, Herr Glendower. Sei mal nicht so dramatisch, du alter Sack. Ich bin dann mal wieder weg. Ich schaue mir das Rohr die Tage an, jetzt gerade habe ich noch andere Dinge zu tun. Bro, warum ist das so... Das Krankenhaus scheint ihm auf jeden Fall wichtig zu sein, aber warum ist er hier so ein Arsch? Das Krankenhaus scheint ihm auch wichtig zu sein. Schon möglich, ja. Du warst ganz schön patzig zu ihm. Warum auch nicht? Wir haben uns schon oft in die Haare gekriegt. Immer wenn man mal was braucht, ist er nicht da. Ich rechne nicht mit ihm. Schau doch mal auf heute. Wer hat das kaputte Rohr gefunden? Wir. Wer hat die Reparatur organisiert, als der Aufzug stecken geblieben ist? Wir. Ich. Du. Das Einzige, was der alte Sack tun muss, ist ein Stück Klebeband drauf zu pappen und gut ist. Wie du meinst. Sehr unsympathisch. Ich finde, der Hausmeister, auch wenn er ein bisschen weird ist, er gibt sich anscheinend wirklich Mühe. Und ich meine, er kann ja nicht alles gleichzeitig machen, der Arme. Alles in Ordnung? Ich weiß nicht, ich fühle mich komisch. Wieso? Ist dir schlecht?
Nein, aber ich war seit dem Unfall nicht mehr hier oben. Das kann sein, und? Naja, es fehlt alles. Dieser Schreibtisch, das Blut, die unheimlichen Geräusche. Was redest du? Kannst du dich überhaupt an den Vorfall erinnern? Ja, schon, aber sag mal, wie hast du denn diesen Vorfall wahrgenommen? Ich war es, der dich hier oben gefunden hat. Wirklich? Ja, und den alten Andes. Und du hast nichts Auffälliges gesehen? Naja, ich finde zwei blutende und nicht ansprechbare Personen auf dem Boden schon auffällig. Ich war ja auch auf der Suche nach dem Andes. Hab's dann knallen gehört und bin sofort hier hoch. Dachte ja eigentlich, man kommt hier ja gar nicht mehr hin, aber scheinbar doch. Ihr beide habt's auf jeden Fall hingekriegt. Ich hab euch beide zur Tür geschleift. Dimi und Archi haben mir dann bei den Tragen geholfen. Die waren zum Glück gerade im Treppenhaus. Wollten sich einen Kaffee ziehen. Du bist echt ganz schön massig für deine Größe, weißt du das? Hast du noch etwas gesehen? War noch jemand da? Finley, da wart nur ihr beide. Halb unter den Kartons begraben. Ich verspreche es dir. Warum sollte ich dich anlügen? Der Zustand dieser Station ist eine Katastrophe. Darum wurde sie ja auch vor ein paar Jahren dicht gemacht und ist jetzt nur noch Lager. Jeder lädt hier seinen Müll ab. Keiner kümmert sich richtig darum. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sich hier mal jemand verletzt. Herr Andes ist versehentlich hier gelandet. Er war sehr stark verwirrt. Er hat sich dann den Tropf rausgezogen und fröhlich vor sich hingeblutet. Vermutlich ist er über seine eigenen Schläuche gestolpert oder hat sich die Rübe angestoßen. Und als du dann noch hinterher bist, ist die ganze wackelige Konstruktion in sich zusammengebrochen. Oh Mann. Ich bin gespannt. Ja, war eine ganz schöne Sauerei. Wollen wir wieder runter? Ja, gleich. Eine Frage habe ich noch. Was ist denn hier passiert? Wieso ist die Station zu? Guck dich doch mal um, die Station ist riesig. Wir könnten den Platz gebrauchen. Das Ursula hat eine lange Geschichte. Hier war früher die Innere 1, also unsere... Innere 1, also unsere Station. In meinen ersten Jahren habe ich hier gearbeitet. Das ist schon Jahre her. Irgendwann wurde festgestellt, dass die Wände hier feucht wurden. Die Krankenhausleitung hat beschlossen, die Station dicht zu machen. Es wurde sogar mit der Belegschaft abgestimmt und die meisten waren dafür. Wenn wieder Geld da ist, wird sie wieder fit gemacht, hieß es. Wie du siehst, kam es bis heute nicht dazu. Verstehe. Meinst du, die Station wird irgendwann wieder in Betrieb genommen? Es wäre doch schade, wenn sie hier einfach so vergammelt. Ich würde nicht darauf wetten. Man hat sich mit den Jahren damit engagiert. Und die Leute können ihren Müll hier abladen. Können wir jetzt runter? Ich habe noch ein paar Dinge zu schaffen heute. Es wird auch gleich schon wieder hell draußen. Ja, lass uns weitermachen. Ach, und Karl? Was denn noch? Ich... Danke, dass du mich hier blutend runtergeschleppt hast. Das war sicher anstrengend. Darauf kannst du Gift nehmen. Du hast Glück, dass ich so ein sportlicher Typ bin. Was ich da wohl noch... entpuppen wird, was da passiert ist. Schnarchsmann, Dankeschön für die 5 Monate. Fukuhila am Arsch. Dankeschön für die 5. Liebe 5 Monate, Fukuhila, kleiner als 3. So, Chat, das war die Nachtschicht. Ladies and Gentlemen. Bis morgen. Einen Moment noch. Warte mal, kann ich noch ganz kurz mit dem Typen quatschen? Mit dem coolen Landstreicher? Ja, moin! Hast du auf der Boxerzeitung geschlafen? Guten Morgen! Hatte heute meine erste Nachtschicht. Ich muss mich da erst wohl dran gewöhnen. Ach, durchgezeckt hast du. Sowas mache ich ja nicht mehr, ne? Ich brauche meinen Schlaf. Ich jetzt auch. Ich leg mich hin. Mach das mal. Ich passe so lange hier draußen auf. Nicht, dass die Post oder Müllabfuhr bei dir klingelt. Wie süß. Das ist ja mega süß. Melissa, einen wunderschönen guten Abend. Hey, schön dich zu sehen. Ich hoffe, dir geht's gut. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Ich habe auf eine Insta-Story gewartet, anstatt auf Twitch gucken. Oh, habe ich vergessen. Oh, Sango, tut mir leid, Mann. Ah, scheiße. Mittlerweile war ich da echt konstant, aber jetzt habe ich es heute wieder vergessen. Shit. Da musst du leider den Stream nachgucken heute. Tut mir sehr leid. Warte mal, ich kann da nicht... Ist das ein Bug? Ich kann nicht in meine Wohnung. Soll das so sein? Vielleicht nochmal kurz neu laden? Ich kann nicht neu laden. Okay.
Ganz in Ordnung soweit. Ich hoffe, dir geht's gut. Mir geht's soweit gut. Ja, wir spielen Fall of Porcupine schon eine ganze Zeit lang. Melissa, danke schön für dein Follow. Ich habe mich echt in das Spiel verliebt. Macht sehr, sehr viel Spaß. Chat, ich hoffe euch, dass es auch gefällt bis jetzt. Also, dass es euch auch gefällt bis jetzt. Es macht mir wirklich sehr, sehr viel Spaß. Es ist ein sehr entschleunigendes Spiel. Ist wirklich teilweise anstrengend mit den Stimmen. Ich merke auch jedes Mal, wenn ich dann 3 Stunden Stream gekickt habe, danach ist meine Stimme so am Arsch, also mein Hals. So, vielleicht jetzt. Kurz gucken. Da müssen wir wohl noch weiterspielen, aber können wir nicht. Wir müssen doch schlafen. Oder habe ich jetzt praktisch damit irgendwie was abgebrochen und ich kann jetzt nicht mehr schlafen und sofort der nächste Tag beginnt jetzt. Okay, war ein Bug. Bis morgen. Ja, ich gucke ihn dann morgen in der Schule? Frech. Okay, müssen wir schlafen? Wir müssen schlafen. So, fast alle Kartons ausgepackt. Ich sollte trotzdem noch ein bisschen den Haushalt machen. Ich werde in der Woche wieder nicht dazu kommen. Okay, seltsam. Wieso freue ich mich darüber, dass ich Zeit zum Putzen habe? Zeiten ändern sich. Okay, okay, Chat, komm, räumen wir mal ganz kurz auf. Das ist wirklich eine kleine Küche, aber ich brauche auch nicht mehr. Ich koche selten und die Küche hat alles, was ich brauche. Leider funktioniert der Wasserhahn nicht. Die Hausverwaltung hat gesagt, dass sie sich darum kümmert. Ob das auch passiert, ist eine andere Frage. Aber sie ist platzsparend. Okay, hier ist das Klo. Meine Top 3 der nervigsten Haushaltsarbeiten. Fühl ich. Tim, Mann, schlaf gut. Ich mag das Spiel. Auf der einen Seite wirkt es beruhigend, auf der anderen Seite gruselig. Eher gruselig nicht, sondern eher, also ja, das ist natürlich okay, wenn es für dich gruselig ist. Für mich ist es eher so, es ist sehr entschleunigend, entspannend, aber auch sehr spannend, finde ich, weil ich die ganze Zeit darauf warte, was passiert, ne? Also was passiert? Wir beginnen mit Platz 3. Töpfe schrubben. Ja, das war schon sehr spannend, liebes Publikum, aber halten Sie Ihre Ohren fest, denn jetzt kommt's. Platz 2. Den zweiten Platz belegt. Trommelwirbel. Brrrp. Das Bett beziehen. Ja, niemand hat Spaß daran, ein Bett neu zu beziehen. Ich weiß, dass einige in meinem Chat das wirklich gerne haben. Ich mag es gar nicht. Es ist anstrengend und braucht viel Platz. Aber das Gefühl eines frisch bezogenen Bettes ist super. Ich hasse es. Darum reicht es leider nicht für die Goldmedaille. Wir überspringen an dieser Stelle die Worte unseres Sponsoren und kommen direkt zum ersten Platz. Trommelwirbel bitte. Brrrp. Der Titel des der nervigsten Hausarbeit geht wohl verdient an Badputzen. Herzlichen Glückwunsch, liebes Bad. Du bist wirklich sehr nervig. Ich muss dich aber trotzdem putzen, oder? Ja. Scheiß Badputzen. Bett beziehen ist Sport für eine ganze Woche, fühle ich mal, ich hasse es. Bett beziehen ist so eine Scheiße. Okay, was mit unserer Pflanze? Oh, du siehst aber gar nicht gut aus. Vielleicht brauchst du nur einen ordentlichen Drink. Warte hier, ich kümmere mich darum. Wir brauchen Wasser. Der Wasserhahnanschluss funktioniert nicht. Das war schon bei Einzug so. Am Telefon sagte man mir, dass das Fallrohr sei verstopft. Meine Vermieterin hat mir versprochen, dass sie sich darum kümmert. Hat aber nicht gesagt, wann. Naja. Aber ich nehme mal einen Becher mit. Das Wasser hole ich mir lieber aus dem Badezimmer. Ich will nicht, dass die Suppe wieder aus dem Abfluss kommt. Und so ein edles Getränk soll angemessen transportiert werden. Es wird Zeit, meinen patentierten Super-Pflanzen-Cocktail zuzubereiten. Die Zutaten sind Wasser. Wow. Und ja, das war's auch schon. Nesta, einen wunderschönen guten Abend. Hey, alles klar bei dir? So, Chat, mal ganz kurz unsere Pflanze gießen. Einmal Finley Spezial, super, mega Pflanzencocktail. Frisch aus der Leitung. Lass es dir schmecken. Aber lass das Auto lieber stehen später, okay? Das sind mal so süße Bemerkungen nebenbei. So, erstmal ein bisschen Luft reinballern hier. Arbeit in der Schule am Laptop und bei Arbeitsaufträgen dürfen wir Kopfhörer nutzen. Dann gucke ich meistens Streams nach. Junge, was? Wie krass. Okay, das ist heftig. Ja, sowas gab's bei mir nicht. Okay, Chat, wir werden angerufen. Guten Morgen, Sonnenschein. Bist du bereit für unseren super tollen Ausflug? Absolut. Bin gerade mit dem Haushalt durch. Haushalt? Warum das? Du hast doch heute frei. Ja, aber ich komme sonst nicht dazu. Gießt du die Pflanze auch regelmäßig? Yep, gerade erledigt. Versprochen? Ja. Wehe, du flunkerst mich an. Ich kann spüren, wenn meine Pflanzen dehydriert sind. Ich habe das Wasserglas noch in der Hand.
Du gießt die Pflanze mit einem Wasserglas? Ja, wieso denn nicht? Meine Pflanzen bekommen nur das beste Wasser aus den edelsten Gefäßen. Meine Gießkanne kostet so viel wie dein Auto. Übertreibst du da nicht ein bisschen? Ja, vielleicht. Aber sie war wirklich sehr, sehr teuer. Wie dem auch sei, ich habe schon alles gepackt und bin bereit. Komm doch zu meinem Laden und dann kann's losgehen. Was machen wir denn eigentlich? Das verrate ich dir, wenn wir da sind. Jetzt sag schon. Ich kann dich nicht hören. Komm schon. Kritz, kritz, ich glaube, Funklock. Okay. Chat, ich würde sagen, den kleinen Ausflug machen wir noch, oder? Was sagt ihr dazu? Wir haben jetzt zwar schon wieder 12:30, aber sollen wir noch einen kleinen Ausflug machen? Weil die Nachtschicht war, glaube ich, ziemlich kurz eigentlich. Ja, sie liebt ihre Pflanzen sehr, das muss man ehrlicherweise sagen. Aber sie betreibt ja auch einen Pflanzenladen. Heißt also, es ist schön, dass sie sich um die Pflanzen so kümmert und sie so liebt. Na, gut geschlafen? Hast du vielleicht einen Taler für mich übrig? Tag, Moment. Hab Dank, bist mein bester Kunde. Mensch, Alfio, du zitterst ja vor Kälte. Ich hab meinen Hut verloren und ein Windstoß hat ihn sich weggeschnappt. Weg war er. Keine Ahnung, wo er hin ist. Ich schau mal, vielleicht finde ich ihn. Bist ein guter Finley, dankeschön. Oh, was? Warte mal, der Obdachlose hat den Hut verloren. Chat, haltet's. Pack die Ferngläser aus, der Hut. Der ist bestimmt in diese Richtung geflogen, oder? Isabel, schlaf gut. Ja, machen wir noch eine? Ja. Wo ist der Hut? Der könnte irgendwo hier sein vielleicht. Vielleicht aber auch in die andere Richtung. Ja, aber das wäre schon sehr weit, oder? Nee, so weit ist doch niemals der Hut geflogen. Bildung ist so wichtig, will nicht belehrend klingen. Ja, es kommt darauf an, welche Bildung, würde ich mal sagen. Oh, guck mal, wen haben wir denn hier? Finley, schön dich zu sehen. Wie läuft es in St. Ursula? Gut. Ja, du klingst, als ob du flunkerst. Naja, es kommen einfach jeden Tag neue Leute und jede Menge neue Probleme. Manchmal scheint der Strom einfach nicht nachzulassen. Na, von Krankenhäusern und solchen Dingen verstehe ich ja nicht viel. Aber wenn es um Flüsse geht, da habe ich mir schon viele Gedanken gemacht. Flussgedanken. Flussgedanken. Weißt du, Finley, wenn sich ein Zweig in die Mitte eines Flusses stellt und versucht, ihn mit aller Kraft aufzuhalten, dann knickt ihn die Strömung einfach ab und trägt ihn davon. Ja, bestimmt. Wenn er aber biegsam bleibt und am Rande siedelt, so wie das Schilf hier am Fluss, dann kann unser Zweig mit dem Strom leben. Nur aufhalten wird er den Fluss nie. Das soll er ja auch gar nicht. Ich weiß nicht warum, aber der Gedanke entspannt mich wirklich. Hier in Porcupine haben wir eine besondere Tradition. Wenn du sie siehst, weißt du, was ich meine. Die erinnert mich immer daran, dass wir aus zwei Zweigleinen gemacht sind, die allzu leicht brechen können. Jetzt klingst du wie mein Medizinprofessor, aber du hast recht. Danke, ich werde daran denken, Frauke. Frauke? Mädchen, einen wunderschönen guten Abend. Hey. Meinst du, wenn man schon in der Schule einen Laptop nutzen darf, dann sollte man das tun, wofür man den bekommt und keine Streams nachschauen? Klaus, Mann, ich weiß nicht, wie du in der Schule warst, aber ich habe alles andere gemacht, außer Schule zu haben. Keine Ahnung, Mann, hat das nicht jeder gemacht? Ist das nicht was ganz Normales? Und ich glaube, heutzutage ist das nochmal was ganz anderes, weil, ich meine, bei uns waren Handys und so strikt verboten. Niemals, auch keine Musik, gar nichts. Aber ich glaube, heute hat sich das einfach nochmal so ein bisschen verändert. Und ich meine, damals, keine Ahnung, habe ich halt gemalt im Unterricht zum Beispiel. Ne? Aber ja, so ist es halt. Macht das nicht jeder Schüler? Das ist nicht so eine ganz normale Sache. Man rebelliert eben einfach gegen die Scheißschule. Wir brauchen diesen verkackten Hut-Chat, sonst werde ich heute Nacht nicht gut schlafen können. Das darf nicht sein. Der darf doch nicht seinen Hut verloren haben. Der Arme zittert schon. Scheiße. Wo ist dieser Hut? Ja, aber der ist doch niemals so weit weg, oder? Glaubt ihr, der ist so weit weg? Ich meine, der könnte jetzt hier unten sein, der könnte aber auch oben sein. Wobei, ich meine, wenn, dann wäre es wahrscheinlich eher runter, ne? Bergab. Ich glaube nicht, dass der Wind den einen Berg hochzieht, hochschiebt. Ist es eigentlich normal, dass man bei einer Panikattacke weint oder weinen möchte?
Was heißt normal? Ich meine, eine Panikattacke ist halt bei jedem sehr unterschiedlich, würde ich sagen. Hat er am Wasser den nicht getragen? Warte mal, hatte der Typ am Wasser seinen Hut an? Handy dürfen wir nutzen, wenn Lehrer es sagt, aber ansonsten habe ich es auch heimlich genutzt. Immer diese kleinen Assis, ne? Diese kleinen Ganoven in der Schule. Scheiße, Mann, jetzt muss ich nochmal kurz zurücklaufen, Chat. Also ich zum Beispiel, ich habe noch nie bei einer Panikattacke geweint, aber ich weiß, dass das einige doch machen. Es gibt sogar welche, die panisch lachen. Also, ja. Das ist halt, jeder geht damit anders um, würde ich sagen, ne? Ich gucke nochmal ganz kurz am Wasser, ob der den jetzt nicht wirklich, vielleicht hat er den wirklich getragen und geklaut. Wenn nicht, glaube ich, wird er irgendwo in dieser kleinen, in dem kleinen Städtchen sein, schätze ich mal. Weil bergauf würde es ja keinen Sinn machen, oder? Nee, das ist der nicht, das ist ein anderer Hut. Aber es hätte vielleicht sein können, dass er den so angelt oder so. Okay, Aber hier scheint der Hut nicht zu sein, oder? Ich dachte vielleicht hier so oben auf einer Mauer oder so, wo man so hochklettern muss. Sieht aber nicht danach aus. Ich meine auch bei einer Panikattacke, das kann vorkommen. Krass, ne? Hab ich noch nie. Aber ich bin ja auch ein Mann, Chat. Männer dürfen ja nicht weinen. Ihr kennt das Spielchen. Kann man dir mittlerweile eigentlich wieder Briefe, kleine Pakete zukommen lassen? Leider immer noch nicht, Malu. Leider immer noch nicht. Ja. Ich werde mich da aber auf jeden Fall, ich denke spätestens im Winter, schätze ich mal. Ne, weil dann ist sowieso wieder, dann sind alle gemütlich zu Hause und es war auch eigentlich einfach ein cooles Format so im Winter. So kleine Päckchen immer auszupacken im Stream und so. Also vielleicht, ich denke mal so im Winter werden wir das wieder machen. Der nächste Winter kommt bestimmt. War da nicht gerade ein Hut an der Kante auf der Mauer? Oh mein Gott, echt jetzt? Kante auf der Mauer. Wo meinst du? Kante auf einer Mauer? Du meinst jetzt nicht nach ganz links wieder, oder? Ansonsten bin ich blind. Scheiße, soll ich jetzt wirklich nochmal komplett zurücklaufen? Weil ich glaube, du meinst dann wahrscheinlich auf der Mauer, wo ich eben dachte, wo ich gesagt habe, so, es könnte sein, dass das auf der Mauer ist, das Ding. Doch, links. Scheiße. Okay, ja, ich gehe jetzt extra nochmal kurz gucken. Ich gehe nochmal kurz gucken. Wenn der jetzt da ist, dann wäre das sehr lustig, weil das ist ja genau da, wo ich gesagt habe, so da könnte ich vermuten, dass der hier ist. Also, dass der auf einer Mauer oder so ist. Also, vielleicht da oben, oder was? Sorry, wenn es falsch ist. Ja, ist ja nicht schlimm. Ich will halt diesen Hut haben für den guten Mann. Ist ja ein Lieber, ne? Sonst darf mein Handy in der Pause, also auch... Wow, jetzt bin ich wieder runtergefallen. Meinst du das da? Lass dir ruhig noch ein bisschen Zeit, kein Problem. Ist das frech. Okay, nee. Das wird kein Hut sein. Shit. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, der wird auf einer Mauer sein oder so. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich das Gefühl. Bei uns darf man das Handy in der Pause, also auch 5 Minuten Pause oder so, ab der 7. Klasse nutzen. In der 5. und 6. Klasse darf man das gar nicht auf dem Schulgelände rausholen. Boah, ich weiß gar nicht mehr, wie das bei uns war. Ehrlich gesagt, keine Ahnung mehr. Okay, Chat, also wir laufen nochmal zurück. Scannt den Bildschirm, Chat. Scannt eure Bildschirme, jeden Zentimeter. Mit dem Fernglas. Hut, 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 Hut. Wo könnte er sein? Hut, 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 Hut. Ich sehe ihn nicht. Kein Hut, kein Hut. Ich sehe ihn nicht. So, und wenn, dann wird er ja wahrscheinlich hier unten sein. Der wird ja niemals nach oben geweht sein, oder? Der Typ hat einen Hut auf. Ja. Aber ich meine, wenn der jetzt einen Hut auf hat, ist das doch jetzt nicht... Warte mal, was ist denn da? Kann man da hoch? Ja, aber ich meine, das ist doch jetzt kein Grund, den dann auszurauben, oder? Was ist denn hier?
Alter, einfach Parkour. Hä, warum kann man da hoch? Warum kann man da hoch? Hä? Wie schön, dass du noch live bist, lächelndes Gesicht. Oh oh. Mein Schlafrhythmus ist noch total im Eimer von der Nachtschicht. Ich hoffe, es geht dir und dem Chat gut, lächelndes Gesicht. Kein Hut. Oh, hier ist eine richtig alte Krokodildame. Kein Hut, sehe ich. Ja, die tragen halt, ein paar tragen halt Hüte, ne? Algo, du auch. Dankeschön, wie lieb von dir. Dankeschön. Und Daisy, auch noch mit 3 Monaten. Yo, mein Schlafrhythmus ist noch total im Eimer von der Nachtschicht. Ey, wir hatten gerade auch eine Nachtschicht hier in Fall of Porcupine. Ich danke dir von Herzen für die 3 Monate. Ich hoffe, dass es dir soweit gut geht. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Heilige Macaroni! Was? Was ist los? Du hast mich ganz schön erschreckt. Oh, das tut mir leid. Dafür hast du mich zurückerschreckt. Nimm's nicht persönlich, aber ich muss schnell weg. Okay. Bis dahin! Vielleicht kann man das überall auf der... Vielleicht kann man das überall und der Hut liegt auf einem Dach. Das könnte sein. Vielleicht liegt er auf einem scheiß Dach irgendwo versteckt. Was soll der Schund? Was meinen Sie? Hast du keine Augen im Kopf? Guck dir das doch mal an! Mein Vater hätte mich verdroschen, wenn ich sowas getragen hätte. Meinen Sie die Kleidung im Schaufenster? Pah! Alter, da habe ich die Stimme, glaube ich, sehr gut getroffen sofort. So eine grimmige, alte Krokodildame. Aber ich sehe keinen Hut. Guck mal, Chat, ich passe da genau rein. Tada. In dieser Laden sieht so süß aus, ne? Okay, also, sie ist bereit aufzubrechen, aber der Hut ist nirgendwo. Chat, ich kann doch jetzt nicht aufhören, ohne den Hut gefunden zu haben, oder? Ich kann das mit meinem Herzen nicht vereinbaren, der ist voll süß. Und der ist am Zittern draußen vor unserem Haus. Aber wenn ich doch jetzt bestimmt anfange, kann ich den danach vielleicht auch noch suchen, den Hut? Es wäre jetzt echt sad, wenn wir jetzt auf Abenteuer gehen und dann kommen wir wieder und dann ist er vielleicht nicht mehr da oder so und dann hat er seinen Hut nicht. Und der hat aufgepasst, dass keiner reinkommt, ja, und also dass uns keiner klingelt, ne? Weil wir schlafen. Scheiße, der muss irgendwo sein, der Hut. Poffy, einen wunderschönen guten Abend. Ich hasse das, dass ich so bin, ne? Dass ich dann extra suchen muss die ganze Zeit. Du musst den Hut finden. Ja, ich versuch's. Anna, hab einen wunderschönen Abend. Pass auf dich auf. Sir, können Sie mir Ihren Hut geben? Boah, mein Hals ist schon so abgefuckt heute. Ja, okay, haben auch wieder fast 3 Stunden gestreamt jetzt. Vielleicht gucken wir doch mal kurz oben nach. Kieran, einen wunderschönen guten Abend. Hey. Guck mal, vielleicht irgendwo auf einem Dach. Du besitzt halt sehr viel Empathie und das ist eine sehr gute Eigenschaft. Nein, ist es nicht. Weg damit. Empathie, Müll. So, komm. Hütchen, wo bist du? Hallo? Hallo? Hut? Wo bist du? Ich suche dich. Hut, wo bist du? Tja. Es sieht nicht gut aus. Es sieht nicht gut aus. Ich kann nicht schlafen wegen dem Gewitter. Da machst du dir gemütlich hier im Stream, wenn du möchtest. Bei dem Pflanzenladen hat sie auch einen Hut, mit dem konntest du auch reden. Achso, vielleicht hat ihn jemand gefunden, mäßig so. Hat mir vor kurzem auf Insta geantwortet, ich habe mich so gefreut, dass ich sogar ein paar Freundentränen verdrückt habe. Hatte dich in letzter Zeit sehr oft verpasst und freue mich gerade richtig gerade in meinem Safe Place, deinem Stream zu sein und habe den Chat und dich echt vermisst. Ey Nature, das ist sehr süß von dir. Schön, dass man dir so einfach eine Freude machen konnte. Ich hoffe, dir geht's gut. Mir antwortest du nie. Ey, CB, wirklich, also langsam reicht's hier, ne, mein Freund. Warte mal, das habe ich aber jetzt überhört hier. Du Pimmelberger. Okay, das sieht... Aber Chat, der ist doch niemals so weit weg, oder? Der Hut ist doch niemals so weit weg. Fuck. 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 Weil du mir viel hilfst und so eine angenehme Ausstrahlung und Stimme hast, kleiner als 3. Malo, danke schon für die 2 Monate. Sehr, sehr süß von dir. Dankeschön und danke für deine sehr lieben Worte. Danke, danke, danke. Wirklich, bedeutet mir sehr viel. Chat, dankeschön für den ganzen Support mal wieder. Wirklich, die letzten Streams immer so viel Support da gelassen. Ich bin unfassbar dankbar dafür.
Freut mich sehr. Und natürlich auch ganz viel Liebe, nee, ich wiederhole es auch immer wieder, an die Leute, die natürlich Werbung gucken müssen in meinen Streams. Ich weiß, das nervt manchmal. Aber ich bin euch sehr dankbar dafür. Denn das ist ein großer Support für mich. Und da bedanke ich mich einfach bei euch. Dankeschön. Ja. Auch wenn ich euch mit Werbung quäle. I'm sorry. Wo ist dieser Hut? Ich verliere meinen Verstand. Nichts ist mehr okay, denn ich such diesen Hut. Wo könnte dieser Hut denn sein? Und der Mensch ohne Hut ist ein verlorenes Individuum. Niemand lacht mehr, weil der Hut fehlt. La 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 la. Ich weine immer noch um diesen blöden Hut. Denn es ist die hutlose Zeit. Scheiß die Wand an. Wo ist dieser Hut? Mann! Und wenn du jeden ansprichst mit einem Hut, ich weiß es nicht. Ich hatte irgendwie die Vermutung sofort, dass der Hut in diese Richtung geflogen ist. Aber wir haben hier schon alles abgesucht. Flick it away. Yeah. Josh, du brauchst diesen Button wegen Beleidigung wirklich. Quatsch. Pillepalle ist das hier. Wirklich, also die paar Wörter, die ich hier benutze, diese Kraftausdrücke, die sind ja wohl, ist doch wohl kein Problem, oder? So, jetzt bin ich schon wieder hier. Chat, es tut mir so leid, ne? Ich nerve euch bestimmt damit. Aber es ist mir egal, ich muss diesen Hut finden. Ihr könnt das verstehen, oder? Ihr könnt das verstehen. Das ist eine wichtige Aufgabe. So, ich gehe extra nochmal hier runter. Sir, bitte. Helfen Sie mir, ich brauche diesen Hut. Sonst kann ich heute Nacht nicht schlafen. Geben Sie mir doch den Hut! Jetzt ist er so irgendwie, weiß ich nicht, mit dem Spiel verbunden, sag ich mal. Und der taucht erst später auf. Dann bin ich sauer. Dann bin ich sauer. Nee, die werden den hier schon irgendwo versteckt haben, oder? Aber vielleicht hat wirklich jemand einfach diesen Hut an und wir können ihn ansprechen. Schau, wir müssen nochmal ganz kurz darauf achten, mit wem wir reden können. Und wenn der Hut nach rechts geflogen ist. Ja, wir gucken ja schon die ganze Zeit auch nach rechts. Ida, einen wunderschönen Abend. Hey. Guck mal, vielleicht oben auf einem Dach, Chats. Scannt die Umgebung. So, ich gehe jetzt nochmal unten lang. Scheiße. Hab echt Angst, aber freue mich irgendwie seit gestern doch ein wenig. Sehr cool. Halt daran fest. Ich drück dir auf jeden Fall die Daumen. Das wird bestimmt cool. So. Guck mal, warum kann ich hier hoch? Irgendwie finde ich das verdächtig. Findet der das nicht auch verdächtig, Chat? Findet ihr das nicht auch sehr verdächtig? Einfach sehr verdächtig, dass ich hier hoch kann. Okay, und ich kann auch nicht weiter da oben anscheinend. Ich dachte vielleicht, ich kann da so weiter treiben. Das kann doch nicht sein. Wir müssen ihn definitiv finden. Solange er nicht gefunden wird, muss Yoshi streamen. Ist das so? Ist das so? Wie viel haben wir überhaupt? Oh mein Gott, wir haben schon wieder fast 1 Uhr. Verdammte Axt. Wo ist dieser Hut? Hut, mach einmal Piep. Das ist aber nicht der Hut, ne? Den Pina da anhat, oder? Chat? Nicht Pina. Wie hieß sie? Ist das Pina? Ich kann mir die Namen nicht merken. Das ist aber nicht der Hut von ihm, oder? Der sieht irgendwie vom Style her, passt der perfekt irgendwie zu ihm, finde ich. Zu dem Landstreicher. Scheiße. Nee, der sah anders aus, meine ich. Ja, aber der ist doch niemals so weit weg. Guck mal, wir sind hier schon beim Supermarkt. Wir sind gleich beim Krankenhaus. Der ist doch niemals so weit weg.
Hut und Kuh hat beides drei Buchstaben und ein U in der Mitte, die Kuh war's. CB, ich weiß nicht, was du mit dieser Kuh hast, ne, aber es ist krankhaft langsam. Du solltest dir unbedingt helfen lassen und damit jemand Professionellen drüber sprechen, was... Ich weiß ja nicht, was dir mit einer Kuh da vorgefallen ist, ne, aber du kannst über alles reden, Mann. Ne? Kann mir jemand sagen, warum wir einen Hut suchen? Wir suchen einen Hut, weil der süße Landstreicher vor unserer Haustür den Hut verloren hat. Der wurde weggeweht vom Wind. Und der war halt mega lieb und ich will den finden für den. Und der war schon am Zittern. Ja, aber das ist niemals so weit. Also der hat ja eine halbe Weltreise gemacht, wenn bis hierhin dieser Hut geflogen ist, oder? Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. CB tut die Hitze nicht gut, nein. Nature, mach mal Ausrufezeichen Info in den Chat. Wo zur Hölle könnte dieser Hut sein? Ich fass es nicht. Ich fass es nicht, dass ich jetzt seit einer halben Stunde nach einem Hut suche. Der kann doch niemals so weit weg sein. Das kann nicht normal sein. Ich will doch nur diesen Hut. Bitte. Abita, bitte. Junge, jetzt bin ich einfach im Krankenhaus. Oder der Hut ist halt wirklich an irgendeine Quest gebunden. Könnte sein. Er könnte wirklich an hier unsere Kollegin gebunden sein, weil sie hat halt so einen Hut auf. Ist halt die Frage, ob es ist. Könnte dann natürlich auch nicht der Hut sein. Vielleicht ist er wirklich an eine Quest gebunden, aber ich weiß es nicht. Ich habe halt Angst, dass ich jetzt weitermache und dann hat er nachher keinen Hut. Ich habe den nicht mehr gesucht. Oh, und du bist auch ein Assi. Das weißt du doch, oder? Da haben wir doch schon drüber gesprochen. Mehrmals. Guck mal, da hängt einfach ein Fahrrad im Busch. Warum hängt da ein Fahrrad im Busch? Da hängt ein Fahrrad im Busch, aber kein Hut. Ich weiß, dass du das weißt. Ich werde heute Nacht von diesem Teil träumen. Wo ist er? Bitte, zeige dich. Ja, vielleicht sollten wir die Quest einfach machen. Ich habe meine Empathie halt an dich weitergegeben. Das ist sehr lieb von dir. Sehr lieb. Auf der anderen Seite auch nicht. Ich würde ein einfacheres Leben haben ohne Empathie. Vielleicht beim Basketballplatz? Ja, da war ich eben. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Ich habe keine Ahnung. Wäre wirklich dafür, CB mal zu timeouten. Ich glaube, CB muss wirklich einfach mal schlafen oder sich irgendwie abkühlen oder so. Ich glaube, CB braucht einfach eine Pause. Chat, wir sind jetzt eine komplette Runde gelaufen. Nichts gefunden. Was machen wir? Ich bin eine komplette Runde gelaufen durch Porcupine hier. Was machen wir denn jetzt? Ist er vielleicht wirklich an die Quest gebunden und jetzt reden wir mit unserer Kumpeline da und ich weiß nicht, sag einfach so, hey, guck mal, ich habe diesen coolen Hut gefunden und dann raste ich aus? Oder was anderes? Nächste Schicht? Nee, wir haben keine Schicht. Wir haben einen Ausflug mit einer Freundin. Ich fress einen Besen. Ja, vielleicht machen wir einfach erstmal weiter und gucken.
Wir machen die Quest und hoffen, dass wir entweder den Hut bekommen oder den danach noch suchen können. Also, weiß ich nicht. Ich bin jetzt einmal durch die komplette Städtchen hier gelaufen. Das wäre jetzt schon ehrenlos, wenn der hier wirklich so richtig offensichtlich irgendwo versteckt ist und ich ihn nicht gefunden habe. Das wäre wirklich sad. Aber auf den Dächern da ist auch nichts. Ja, okay. Dann machen wir einfach die Quest. Mal gucken. Wäre echt sad, wenn wir ihn nicht finden werden. Lisa, einen wunderschönen guten Abend. Hey, hallo, guten Tag. Wir finden ihn noch schon. Ja, ich hoffe es. Sonst wird das eine unruhige Nacht. So, die sitzt einfach immer noch pisst vor diesem Kleidungsgeschäft. Okay, Chat, dann machen wir einen Ausflug. Da bist du ja gut geschlafen. Wie ein nasser Stein. Nass? Wir hatten einen Wasserrohrbruch während meiner Nachtschicht. Na, in der Natur wirst du neue Kraft schöpfen. Da juckt mir gleich der Wanderschuh. Also von mir aus kann's losgehen. Kann losgehen? Moment noch. Kann losgehen. Hurra! Schnall dich an! Alter Chat, jetzt rasen wir davon. Zagoma, pass auf dich auf. Ausflug, Chat. Ich hoffe, ihr habt die Rucksäcke dabei. Ah, der Duft von Tannennadeln, frische Luft, Sonnenschein. Das ist alles, was man braucht. Aber man bekommt auch davon Hunger. Hast du zufällig Snacks dabei? Vielleicht. Und ein bisschen Arbeit. Am Wochenende? Im Wald? Ja, aber natürlich, der Wald kennt kein Wochenende. Und als Floristin ist die Natur auch mein Arbeitsplatz. Ich dachte, wir machen einen spaßigen Ausflug. Das wird es sicher auch. Du meinst doch, dass du mir was zeigen möchtest. Was ist es? Das wirst du schon noch sehen. Du bist jetzt schon fast einen Monat hier bei uns in Porcupine. Da wird es langsam Zeit. Zeit für was? Pina? Der Wetterbericht sagt, es soll heute Gewitter geben. Wir beeilen uns besser. Du gehst voraus, das gehört zur Tradition. Aber ich weiß doch gar nicht, wohin. So viele Wege gibt es gar nicht und wenn du zu langsam bist, übernehme ich. Los geht's! Oh, ich liebe diesen Arzt von diesem Scheißspiel, ne? Sieht so süß aus. Okay, Chat, los geht's. Kleiner Ausflug in die Natur. Oh, falsche Richtung sofort. Nice. Ich glaube, wir müssen in die andere Richtung. Ding, 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 ding. Jetzt sind alle Nachrichten im VOD von mir weg. Das ist besser für jeden Beteiligten hier, glaube ich. Für jeden Beteiligten. Das sagst du aber auch selber, oder? Ich hab gerade einfach deinen TikTok gesehen und dachte mir, hey, du kannst ja eh nicht schlafen. Das freut mich sehr, dass du da bist. Ich hoffe, dass du soweit einen guten Tag hattest. Fühl dich umarmt. Und vielleicht kannst du ja einpennen im Stream oder so. Wir machen ja eine kleine Waldexkursion. Exkursion. Und es ist ganz schön am Stürmen hier auf meinem linken Ohr. Ah, nee, es ist ein Wasserfall. Kann man da nicht hoch? Moment. Finley! Was ist denn los? Was meinst du? Ich dachte, wir wollen ein bisschen Gas geben. Tun wir das nicht? Noch nicht genug. Nicht einschlafen, Schlafmütze. Ah. Bro, warum rennt die denn jetzt so? Ich mach mal kurz die Musik ein bisschen lauter. Geräusche ein bisschen leiser, Musik ein bisschen lauter, glaube ich. Ich kann nicht, trägst du mich. Keine Kraft. Naja, Schlaf ist relativ. Hab hier ein kleines Gewitter. Er ist doch geil zum Schlafen. Junge, wie schnell die ist. Okay, Pina. Langsam ist der Spaß vorbei. Wir haben alle gelacht. Du kannst jetzt herauskommen. Was ist hier los? Was sind das für gruselige Figuren? Pina? Pina, wo bist du? Was zur... Hallo? Ich warne Sie, ich bin nicht alleine. Und ich habe ein Messer.
Ich hasse solche Menschen. Pina, da bist du ja. Zu schade, dass ich keinen Spiegel dabei habe. Du müsstest dein Gesicht sehen. Oh mein Gott, du Fotze. Das war nicht witzig, du Huren. Mir ist das Herz in die Hose gerutscht. Als Mediziner müsstest du wissen, dass das sehr unwahrscheinlich ist. Unwahrscheinlich ja. Noch nie vorgekommen? Vermutlich doch. Wo warst du denn? Ich war nur ein paar Meter hinter dir und auf einmal warst du weg. Ich dachte schon, ich komme hier nicht mehr lebend raus. Ja, jetzt einmal nicht so dramatisch, Finjo. Ich habe eine Pflanze entdeckt und musste mal kurz in den Busch kraxeln. Ja, schon gut. Hast du sie mitgenommen? Mitgenommen? Auf keinen Fall, ich habe sie nur bestaunt. Es gab kaum Regen zu diesem Sommer und es ist bis heute überraschend warm. Da muss man kein Genie für sein. Man muss sich nur mal die Pflanzen angucken. Aber sag mir nächstes Mal Bescheid, wenn du dich einfach aus dem Staub machst, okay? Ich verspreche es. Aber mal im Ernst. Was sind das für gruselige Figuren? Sag mir nicht, du hast das hier aufgestellt, um mich zu erschrecken. Schön wär's. Wenn ich so viel Zeit hätte, diese Dinger zu bauen, nur um dich zu erschrecken, hätte ich eine Menge Zeit übrig. Und glaub mir, ich würde sie nutzen, um dich zu erschrecken. Du liegst aber nicht komplett daneben. Wie meinst du? Naja, diese Figuren. Zum Teil habe ich sie wirklich gemacht. Dein Ernst? Warum? Wofür? Das sind Andenkenfiguren. Das ist es, was ich dir zeigen wollte. Ich dachte mir schon, dass du noch nichts davon gehört hast. Nein, tatsächlich nicht. Warum stehen sie hier? Wartet. Porcupine ist eine alte Stadt. Mehrere hunderte Jahre sogar schon. Und immer wenn jemand in Porcupine sterben muss, stellen wir hier eine Andenkenfigur für die Person auf. Man kann die Verstorbenen dann hier im Wald besuchen kommen. Hier ist es ruhig, hier ist es friedlich. Hier gehen die Leute hin, wenn sie die Verstorbenen vermissen. Verstehe. Ich bin die einzige Floristin in Porcupine. Ich kann gut mit allen Pflanzen umgehen und ich bin auch handwerklich ganz okay. Ich habe in der Stadt einige Aufgaben übernommen, aber diese hier mag ich am meisten. Das ist irgendwie ganz schön traurig. Zieht dich das nicht runter? Naja, doch schon. Die Stadt ist klein und oft kenne ich die Verstorbenen. Manchmal ahne ich schon Tage vorher, dass ich für jemanden bald eine Andenkenfigur bauen muss. Manchmal kommt die Bestellung aber ganz überraschend. Heute treffe ich eine alte Dame in der Bäckerei nebenan. Freundlich, gut gelaunt, mit einem frischen Cappuccino in der Hand. Und morgen steht sie als hölzerne Andenkenfigur auf meinem Tresen. Aber ich liebe diese Aufgabe trotzdem. Ich darf schließlich einer geliebten Person ein Andenken gestalten und Angehörige sind dankbar, dass sie etwas haben, das sie besuchen können. Das macht mich sehr stolz. Ich hatte keine Ahnung davon. Das ist wirklich eine wichtige und schwere Aufgabe. Ja, das kann schon sein. So, genug rumgequakelt. Jetzt weißt du, warum wir hier sind und warum ich dich gerne mitnehmen wollte. Jetzt bist du ein richtiger Teil von Porcupine. Nie. Oha, und jetzt muss ich irgendwas tun? Errichtest du mir auch so eine Figur? Quatsch, sei nicht so pietätlos, Finno. Ich habe den ganzen Rucksack voller Äste, Garn und Blumen. Weißt du, ich baue die Figur nicht nur, ich komme auch regelmäßig hier und pflege sie. Und du hast die großartige Ehre, mir heute dabei zu helfen. Ich soll diese Figuren reparieren? Ich habe zwei linke Hände. Pipapo, du schnippelst und schneidest doch auch den ganzen Tag im Krankenhaus rum. Ich bin Internist. Du hast noch nie meine Verbandskünste gesehen, oder? Internist, Hinternist, bibablub. Du machst das sicher großartig. Es wird sich schon niemand beschweren. Im Gegensatz zu den Leuten auf deiner Station sind diese hier nämlich schon alle tot. Jetzt wirst du aber pietätslos. Der ganze Wald steht voll mit Figuren. Wie gesagt, die Stadt gibt es schon eine ganze Weile. Ich gebe dir ein paar Äste mit, um die Figuren wieder flott zu machen. Und wie finde ich kaputte Figuren? Puh, gute Frage. Da gibt es keine richtige Anleitung für. Der Perlnebelwald hat seine ganz eigenen Regeln. Halte einfach die Augen und Ohren offen und dann findest du sie. Wir treffen uns danach wieder. Kommst du nicht mit?
Wo denkst du denn hin? Ich mache mich selber auf die Suche. Ich war lange nicht mehr hier und es muss bestimmt viel getan werden. Wenn wir uns nicht aufteilen, werden wir heute nicht mehr fertig. Und es fühlt sich tatsächlich nach Regen an. Das wird witzig. Also, viel Erfolg, kleiner Figurensucher. Okay, was wird passieren? Warum muss sie immer wegrennen? Okay, also Chat, wir müssen diese Figürchen reparieren. Was sind das für... Ist das Schmetterlinge, diese lilanen Dinger, die da rumfliegen? Okay, so, wie finden wir jetzt heraus, welche kaputt sind? Warte mal, die hier unten, ne? Ist die kaputt? Nee. Ja, ja, alles gut, Adeline. Die, also ich musste nicht sofort nehmen. Das ist nur eine Erinnerung für mich. Auch nicht mehr so viel zu essen um die Uhrzeit, wobei ich es meistens trotzdem noch mache. Ja, ich versuche mittlerweile so ein bisschen darauf zu achten, da ich nicht nachts noch so mega viel fresse. So. Ich bin mal gespannt jetzt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier etwas passieren wird, Chat. Ich weiß nicht, ob ihr das teilen könnt, dieses Gefühl. Okay, erste Figur wieder aufgebaut. Sehr gut. Wie geht's deinem Magen aktuell? Immer mal besser und mal schlechter halt, ne? Die Sache ist ja, wie gesagt, dass man auch gar nicht wirklich weiß, ob das ja der Magen ist. Das ist ja irgendwie, weiß ich nicht, Baustelle in meinem Körper. Okay, noch eine Figur errichtet, Chat. Sehr gut. Okay, da geht's nicht weiter. Wir haben noch zwei Stöckchen. Und jetzt? Vielleicht die unten? Dieser Hut lässt mir keine Ruhe. Wir werden ihn bestimmt später nochmal finden. Also vielleicht werden wir ihn später finden oder so. Ja. Warum nimmst du Tabletten für alles Mögliche wegen meinem Magen und so? Ich musste im November eine Magenspiegelung machen und man geht davon aus, dass irgendwas in meinem Magen nicht stimmt. Aber es könnte auch was ganz anderes sein. Okay, Chat, warum... Okay, nee, aber hier geht's anscheinend nicht weiter, ne? Warum kann ich die dann nicht reparieren? Hey Gott, danke schön auch an dich für die 24 Monate. Yo, danke schön. Fühl dich umarmt. Hey, freut mich wirklich sehr. Danke schön. Vielen, vielen, vielen Dank. Chat, ist das richtig, was ich hier gerade mache? Ich meine, von hier komme ich. Es fühlt sich immer falsch an, zurückzugehen in Videospielen. Ich weiß nicht, wie das bei euch, so wie ihr es empfindet. Danke für die 24 Monate, wirklich. Okay, ein Stöckchen haben wir noch. Warte mal, bin ich nicht von hier gekommen? Okay, da kann ich nicht hoch. Warte mal, muss ich vielleicht hier lang? Nee, da kann ich nicht lang. What the fuck? Gute Besserung, das ist lieb von dir, dankeschön. Bei mir ist der Magenbauch immer in Panikattacken verbunden, hatte mich vor knapp 2 Jahren extrem im Griff. Ja, Bauch ist generell ja sehr ausschlaggebend für vieles. Ja. Hat ja auch viel mit der Psyche zu tun, gerade auch der Darm und so ein Shit. Portorna, einen wunderschönen guten Abend. Hey. Ah, hier ist die letzte Figur. Okay, wir haben alle Figuren, Chats. Und wieder zurück. Da haben wir aber heute wirklich ein bisschen länger gemacht, glaube ich, oder? Oder kommt mir der Stream noch heute ein bisschen länger vor? Ja, okay, wir sind bei 3 Stunden 20 Minuten. Ja, nee, ist... Ich glaube, die letzten Tage haben wir immer so 3 Stunden gestreamt. Gute Besserung auf jeden Fall, Dankeschön. Ja, mal gucken. Mal gucken. Was wird, Chat, ne? Was wird? Was wird? So, und jetzt? Wird irgendwas Magisches passieren? Was wird? Ah, hier ist sie ja. Boah, guck mal, der hat sogar einen Ohrring, wie cool. So ein Piercing. Und dann hat er den Farbeimer voll auf den Kopf gekriegt. Ihm ist zum Glück nichts passiert, aber er sah so witzig aus. Pina? Huch! Oh, Finley, nicht schlecht. Da hast du mich doch glatt ein bisschen zurückerschreckt. Tut mir leid, das wollte ich gar nicht.
Schon okay. Hast du gerade mit jemandem geredet? Ja, das stimmt. Auch ich komme manchmal hierher. Das hier vorne, das ist die Figur meines Bruders. Das hier ist die Figur meines Bruders. Ich habe meinem Bruder gerade die Sache mit dem Farbeimer erzählt. Ich wusste nicht, dass du einen Bruder hattest. Na, woher auch? Ich habe dir das doch nie erzählt. Es ist sogar mein Zwillingsbruder. Das tut mir leid. Oh. Alles okay, es ist schon ein paar Jahre her. Wir haben zusammen immer den tollsten Quatsch gemacht. Haben uns gegenseitig beschützt. Von ihm kam auch die Idee mit den Pflanzenladen. Irgendwann kam die Blutkrebsdiagnose. Leider viel zu spät. Er hat einige Zeiten im St. Ursula verbracht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Er hatte keine gute Zeit mehr. Und am Ende ging alles ganz schnell. Es fiel ihm nicht leicht, aber er konnte irgendwann loslassen. Ich habe natürlich auch seine Figur gemacht. Das muss schwer gewesen sein. Keine Figur danach war so schwer, aber auch keine mehr so schön. Danke, dass du mir das erzählt hast. Ich hätte ihn sicher auch gemocht. Ja, ganz bestimmt. Wenn du magst, kannst du ja irgendwann nochmal mitkommen. Dann kannst du dich mal mit ihm unterhalten. Aber jetzt lass uns los. Ich habe doch gesagt, dass es regnen wird. Einverstanden, ich habe auch ziemlich Hunger gekriegt. Passt auf euch auf, Leute. Ich schaue bald wieder nach euch, in Ordnung? Nicht streiten, ich habe euch lieb. Oh. Alter. Wir kriegen einen Anruf. Hallo? Finley, du bist wach! Bitte komm schnell, ich brauche Hilfe! Pina? Was? Was ist los? Finley, bitte komm schnell in den Laden, ich... Pina? Pina, bist du da? Verdammt, ich sollte schnell nach ihr sehen. Wartet kurz, Chat. Nein, ich wollte gucken. Scheiße. Ich wollte gucken, ob der Obdachlose da jetzt noch sitzt im Regen. Ist das ein Traum? Was ist hier los? War das Pina? Es ist ein Traum. Nicht sein. Warum ist diese Pflanze da oben nicht in diesem geisteskrankhelm Gedöns? Pina! Mia! Karl! Wo seid ihr? Warum bin ich...
allein. Ich hoffe, euch geht es gut. Dr. Kukowski, was machen Sie hier? Das muss ich Sie fragen. Was soll ich nur mit Ihnen anfangen, Finley? Wenn Sie so weitermachen, sehe ich keine Zukunft für Sie. Wenn Sie so weitermachen, sehe ich für viele keine Zukunft. Haben Sie sich schon gekümmert? Mich gekümmert? Ich kann mich nicht immer wiederholen und ich kann Ihnen nicht immer den Hintern hinterhertragen. Es werden Leute sterben, Finley. Und Sie werden diese Schuld daran haben. Aber gehen Sie zur Arbeit, Ihre Schicht beginnt. Ich beeile mich und ich werde mich anstrengen. Zack, zack. Holy shit, das ist ein Albtraum, würde ich sagen. Please help me, I'm under the water. Please. Please help me. Hallo, blub blub, wo sind denn meine Patienten? Flo, Alter. Das ist ja ehrenlos. Das ist ja absolut ehrenlos. Ich denke mal, ich muss auf meine Station, oder? Scheiße. Okay. Entweder ich muss nach unten. Ah, nee, warte mal, hier ist. Immer wieder habe ich es gesagt, das hört ja niemand auf den alten Gregor. Aber machen soll er, immer machen. Was ist hier los? Was tun Sie da? Wo sind die anderen? Das ganze Krankenhaus steht unter Wasser. Wenn wir nicht schnell hier verschwinden, werden wir ertrinken. Rohrleitungen, Mauerwerk, Elektrik. Rohrleitungen, Mauerwerk, Elektrik. Der Aufzug, die kranken Leute. Es gibt nichts, was der alte Gregor nicht wieder gerade biegen kann. Das kriegen wir hin. Sieht nicht gut aus mit dem Strom, oder? Gregor, stopp! Die kranken Leute, ich kriege das hin. Ich kriege das hin. Beende den ersten Akt. Frei. Oh, ich habe eine Errungenschaft bekommen. Beende den ersten Akt. Nein! Oh nein! Die Pflanze ist hinüber. Tut mir leid, mein Freund. Hätte ich dich mal lieber von der Fensterbank genommen. Ich hoffe, Pina verkauft mir eine neue. Ich räume dich lieber weg. Du solltest nicht den ganzen Tag hier liegen bleiben. Außerdem weiß ich nicht, wie sehr sich die Blumenerde und Parkettboden vertragen. Nein, Mr. Pflanze! Fühlt sich leer an ohne die Blume. Holy shit. Mr. Pflanze! Oh mein Gott, Chat. Ich würde sagen, wir sind raus für heute. Ja, ich glaube, hier ist ein sehr, sehr guter Punkt aufzuhören, weil jetzt würde die nächste Schicht beginnen, nach dem heftigen Albtraum. Und wir haben anscheinend den ersten Akt abgeschlossen. Ich weiß nicht, wie viele Akte es gibt. Keine Ahnung. Ich glaube, wir haben jetzt insgesamt so 4-5 Stunden oder so im Spiel. Kann das sein? Ja. Keine Ahnung. Und der Hut müssen wir morgen gucken. Also entweder der Hut war nicht an eine Quest gebunden und ist jetzt weg. Oder wir können ihn morgen, wenn wir dann praktisch die nächste Schicht anfangen und dann auf dem Weg zur Arbeit sind, können wir wieder mit dem Obdachlosen reden. Vielleicht hat er ihn ja sogar selber gefunden oder so. Keine Ahnung.
Und dann können wir ja nochmal gucken morgen. Ei, 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 ei. Boah, das Spiel ist krass, Mann. Ja, also die Sache da mit dem Wald war wirklich toll. Ich habe ca. 10 Stunden gebraucht fürs Game. Krass. Ja, dann brauche ich bestimmt 14 oder 15, denke ich mal. Die Szene da mit ihr im Wald war echt hart. Ja, aber sehr, sehr schön gemacht. Puh. War das jetzt ein Traum? Ja. Naja, das war ein Traum. Wir sind praktisch dann nachts aufgewacht. Und es regnet auch immer noch, Chat. Also der nächste Arbeitstag, der wird verregnet sein, so wie ich das hier sehe. Das war sehr intens. Ja, wirklich. Also Chats, ich werde natürlich hier wieder ein schönes VOD draus machen, ne, damit ihr das alles nachgucken könnt. Für die Leute vielleicht auch hier. Liebe Grüße an die VOD-Zuschauer. Und ja, ich würde sagen, dann sind wir hier erstmal raus für heute. Ich weiß leider nicht, wie das Wetter wird die nächsten Tage. Mal kurz gucken. Ich weiß also nicht genau, wie ich das mit Streamen mache. Ich weiß nicht, ne, wenn wir jetzt wieder 40 Grad haben, dann würde ich da, glaube ich, eher drauf verzichten. Es soll heute auf jeden Fall einfach noch ein bisschen regnen und dann tagsüber, glaube ich, haben wir 25 Grad. Okay, ist eigentlich eine gute Temperatur zum Stream, 25 Grad. Ja, und dann am Wochenende wieder über 30. Ei, 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 ei. Ja, müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken, Chat, wie wir das machen mit Streamen und wegen der Hitze und so. Aber ja, ich meine, wir haben ja jetzt die letzten Tage sehr viel gestreamt gehabt. Also Chat, ich hoffe, euch hat's gefallen. Moon, Küsschen auch noch an dich. Chat, ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß hier in dem Stream und natürlich auch mit dem Spiel und die Art und Weise, wie ich es spiele. Ja, es war ein sehr, sehr schöner Stream. Waren auch wieder 3,5 Stunden heute. Holy shit. So ein nices Game. Chat, ich wünsche euch allen eine wunderschöne Nacht. Ich bedanke mich für eure Zeit, für euer Durchhaltevermögen. Ja? Dankeschön für den Support. Ne? Dankeschön für alle Subs, für alle Donations, für alle Leute, die keinen Sub haben und Werbung gucken müssen, weil das ja auch eine riesen Unterstützung ist. Ich danke euch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ja, ich hoffe, dass wir uns gesund und munter vielleicht auch schon morgen Abend wiedersehen oder vielleicht dann übermorgen oder so. Ja? Ich wünsche euch was, Chat. Fühlt euch alle umarmt. War sehr schön heute. Und ich bin mal gespannt, ob irgendwann mal, ja, vielleicht irgendwas zu meiner Grafikkarte kommt oder so. weil ich ja nach Spanien fahre, kann ich wahrscheinlich länger wieder nicht da sein. Ich werde euch vermissen, Nature. Ich wünsche viel Spaß in Spanien. Ich laufe ja nicht weg. Ne? Ich wünsche dir viel Spaß in Spanien und im Endeffekt laufe ich ja nicht weg. Also du weißt ja, wo du mich findest hier abends, ne? Also Chat, fühlt euch umarmt. Wir sehen uns hoffentlich morgen. Und wenn nicht, dann übermorgen. Und wenn nicht, dann übermorgen. Ganz bald. Ich danke euch. Fühlt euch umarmt, Chat. Das war ein sehr, sehr schöner Stream-Chat. Ich bedanke mich herzlich bei euch allen und wünsche euch eine gute Nacht. Schlaf gut, passt auf euch auf und wir sehen uns. Tschüss. Ich danke euch. Bis ganz bald. Tüdelü. Du 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 du